Plattsport, der Sportpodcast. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen. Gute Nacht all unseren Hörern, hier ist Plattsport, euer Sportpodcast. Heute mit unserer Ausgabe Nummer 51 und wir haben heute Gäste dabei. Nein, wir sind in kleiner Runde heute versammelt, verteilt über ganz Berlin und über Deutschland. Aber erstmal ein Hallo in die Runde. Hallo Martin. Hallo Ralf, grüß dich. Hi, ganz stilsicher und mit Wein in Kreuzberg. Ja, wurde mir gerade rübergereicht, so das letzte Glas. Das letzte Glas, okay, danach kommt Bier dann, oder? Ich habe hier noch eine Flasche HSC stehen, Multivitamin. Man muss ja in diesen Tagen auch ein bisschen was für sein Immunsystem tun. Definitiv. Da gucken wir mal weiter in der Runde. Wen haben wir denn noch? Wir haben den Rolf in, ich hätte fast gesagt, im Westteil, in Spandau. Praktisch. Hallo Rolf. Wunderschönen guten Abend. Bei mir gibt es tatsächlich, Wasser. Ne? Muss ja auch, Wasser erfrischt den Körper, besonders bei diesen warmen Temperaturen am heutigen Tag. Okay. Ich hoffe, du hast ausreichend Wasser. Du weißt ja, unsere Runden sind immer sehr lang. So 3-4 Stunden ist normal. Frisch aus der Leitung gezapft. Ja. Okay. Echtes deutsches Wasser. Und wir haben hier den Max im Studio Dortmund. Genau. Ja, ein herzliches Hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin auch mit Wasser ausgestattet und ich denke, ich werde so auch über den Abend kommen, über die Zeit. Dann bin ich ja, glaube ich, der Einzige, der eine Flasche Bier hat. Naja, ich hoffe, die reicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich ein Kastenbier gebrauchen müssen heute, damit wir hier die Zeit bis morgen früh um 5 überstehen können. Aber egal. Wir sind dann gewaschen. Definitiv. Wir sind ja entsprechend der Kontaktvorgaben der Bundesregierung, jeder in seinem eigenen Heim. Oberschöneweide sitze ich. Und ansonsten, der Martin hat heute bestimmt ganz viele ordentliche Themen vorbereitet, über die man heute quasseln wollen. Ich weiß von nichts. Ich habe ja kurz vor der Aufnahme gesagt bekommen, du mach mal. Ja, nun sitze ich hier und habe einen leeren Zettel vor mir. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir sprechen am besten mal über die Themen, die uns heute bewegen, oder? Ja, würde ich sagen. Also ich bin ja wahrscheinlich der Einzige mit sozialen Kontakten. Ich darf noch jeden Tag raus. Ich darf noch jeden Tag in meinen Weinladen gehen, außer sonntags. Und das Gefühl von sozialen Kontakten, die mir fehlen, das kenne ich gar nicht. Eher zu viel gerade. Ich glaube, wir müssen erstmal klären, wer hier bei systemrelevanten Berufen unterwegs ist, oder? Apropos, warte mal, bevor wir darüber über Inhalte sprechen, wer das jetzt hört, der möge bitte entschuldigen. Wir haben tatsächlich die Notquarantäne-Leitung hier aufgenommen. Eigentlich wollten wir über ein anderes Programm sprechen, aber das funktioniert irgendwie alles nicht. Wir sind alle noch mit Technik von 1988 ausgestattet und deswegen heute über den beliebten Kontakt, das beliebte Kontaktprogramm Skype. Und deswegen klingt das so, wie es klingt. Aber wir können uns in die Augen schauen und das ist immerhin schon mal was. Tief. Aber das zeigt doch sofort wieder, dass Deutschland in der Digitalisierung hinterherhängt. Ja, definitiv. Ja. Also mit den schwachen Leitungen, wenn alle sitzen zu Hause, streamen am Tag irgendwelche Filme, Serien und sonst noch was und du sitzt hier, willst einfach nur eine E-Mail abschicken und die geht einfach nicht raus. Echt? Das ist echt zum Haare raufen, wenn man noch welche hätte. Aber gut, so ist es nun mal. Wir sind auf Homeoffice nicht wirklich alle vorbereitet und hat uns erwischt. Aber du warst doch du musstest dich doch einsperren, oder? Ich musste mich durchs Gesundheitsamt einsperren lassen, ja. Für sage und schreibe 2 Wochen. Grauenvoll. Oh Gott, was ist passiert? Darfst du darüber reden? Natürlich. Wir hatten uns auf Arbeit ein Kollege, der ist, er war einer von denen, die bei uns, also auf Arbeit, einer der ersten, der diese Covid-19-Erkrankung hatte. Und da wir 2 Tage vorher, bevor das festgestellt wurde, noch alle zusammen in einem sehr langen Meeting saßen, wurden halt alle gleich nach dem positiven Befund, gleich angerufen am nächsten Morgen und mussten halt
bei uns ins eigene Homeoffice begeben und durften da 2 Wochen nicht raus, bis uns das Gesundheitsamt wieder die Freigabe gegeben hat. Mit einem schönen Schreiben mit drinnen stand, sie sind ein formales, ein zweiseitiges Schreiben mit allen Hinweisen, dass man zu Hause zu bleiben hat und keinen anstecken darf. Tja, und nach 2 Wochen war die Zeit vorbei. Und wie schlimm war das, zu Hause zu sitzen die ganze Zeit? Naja, aber parallel kommt noch hinzu, mussten wir die Tochter aus der Schule nehmen, die war also auch zu Hause, und ein Pubertier mit 13 Jahren zu Hause zu haben, die nicht wirklich sich mit ihren Kids treffen und Freunden treffen kann. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, was einen da erwartet. 2 Wochen mit einem Teenager, der mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß, außer nur am Handy zu hängen und rumzumüllen, sind fabelhafte 2 Wochen gewesen. Mein Beileid. Ja, ja. Danke. Ich glaub, aber leider ging danach gleich die Schule auch noch aus, also so, dass ich das nahtlos anschloss. Also war Quarantäne hörte auf und Schule war zu Ende. Aber du konntest dann zur Arbeit gehen, oder? Nö. Ja. Also wir haben bei uns auf Arbeit alle, die nicht ich sag mal zum Grundstock einer Zeitungsherstellung notwendig sind, im Haus zu sein, wurden dringend nach Hause geschickt und müssen da auch bleiben. Mhm. Ist bei uns ähnlich. Also ich bin ja gerade im Lokalsport bei den Ruhrnachrichten in Dortmund und da gibt es immer nur einen aus der Redaktion, der tatsächlich vor Ort ist und der Rest arbeitet von zu Hause aus. Deswegen genau. Ist genauso wie bei dir, denke ich. Genau, es ist einfach, um auch die Zeitung dann erscheinen zu lassen, wenn wirklich mal mehrere erkranken, man weiß es ja nicht, kann ja jeden immer mal treffen, aber wenn es dann doch ein paar mehr sind, steht auf einmal Zeitungserscheinen auf dem Spiel und das darf ja nicht passieren. Ja. Zeitung hat zu erscheinen. Also insofern alles okay. Wenn der Arbeitgeber mich dann noch mit Technik ausrüstet, umso besser. Aber irgendwann ist es einfach kein Arbeiten. Es ist für mich, ja, ich brauche den Trubel, ich brauche die Bewegung, zu Hause zu sitzen. Naja, funktioniert, aber angenehm ist es nicht. Ist nicht wirklich Arbeiten. Also ich würde gern mal eine Woche lang nur, oder auch gern mal 2 jetzt am Stück zu Hause sitzen und mich nicht täglich der Gefahr aussetzen, dass irgendwelche Leute mir über den Weg kommen, die mich dann anstecken können. Also ich habe das ja irgendwo mal geschrieben. Ich will jetzt nicht, dass die Leute Danke sagen. Ich will einfach nur, dass die Leute mich respektvoll behandeln dafür, dass ich aufstehe und meine Gesundheit aufs Spiel setze, damit die abends ein Glas Wein trinken können. Und es gab da einen Typen, der kommt in den Laden, stellt da ein paar Flaschen hin und sagt so, komm, jetzt reden wir mal über einen Discount. Und ich so, nee, ich finde es ein bisschen unanständig, jetzt in den Zeiten über Rabatte zu reden. Und dann sagte er so, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, dann sagte er, also was Sie da aus betriebswirtschaftlicher Sicht machen, ist dumm. Da habe ich dann nur gesagt, wir können es auch so machen, Sie kriegen jetzt einen Rabatt und ich mache das jetzt mit allen anderen Kunden auch. Dann nächste Woche sagt dann die Chefabteilung, dein Gehalt können wir jetzt nicht mehr zahlen, du hast zu viel Rabatte gegeben. Und dann können Sie nächste Woche mein Gehalt zahlen, nämlich wenn ich dann zum Arbeitsamt gehe und mit Ihren Steuermitteln mein Geld bezahlt wird. Können wir auch so machen. Aber der war sehr schmerzfrei, der Typ. Und naja. Okay. Wieso? Also bei 100 Flaschen hätte ich ihm schon einen Rabatt eingeräumt, mindestens 5%. Ja, da war er noch ein paar Dutzend Flaschen von entfernt. Ach so. Ja. Also, ja, und gerade in den Zeiten ist es halt einfach für kleine Läden, ja, Wahnsinn, ja, da überhaupt noch die Luft zu haben, durchzuhalten und naja, egal. Aber ihr habt noch so ganz konstant offen, so von, ich weiß nicht, 10 bis 6 oder wie ist das? Aktuell statt 12 bis 8, jetzt 12 bis 6. Und am Samstag, wie war das? Nee, am Freitag wäre es 11 bis 8 und jetzt ist es 12 bis 7. Also ist es schon kürzer. Aber naja, wir kommen da schon durch. Also wir sind Gott sei Dank ein Getränkegeschäft und dürfen deswegen aufhaben. Ja. Okay. Aber lasst uns doch mal über Sport reden, nicht über meine Arbeit. Oder erstmal, wie geht's euch denn so da in Dortmund und in Spandau? So mit der Isolation von sozialen Kontakten und überhaupt? Dortmund bitte zuerst. Dortmund zuerst. Ich bin ganz froh, dass ich hier meine Freundin, bald Frau, hier habe. Ach, wo? Und, ja. Ach, wann denn?
So viel darf ich sagen, glaube ich. Sie hat die einzig richtige Antwort gegeben auf die entscheidende Frage. Vielleicht. Bitte? Vielleicht. Vielleicht, genau, richtig. Genau so. Ja, also wie gesagt, ich bin ganz froh, hier nicht alleine zu sein in diesen schwierigen Zeiten und noch einen konstanten Kontakt zu haben. Und sonst, ja, viel am Spazieren gehen, was man so machen kann, wenn einem nicht die Decke, oder so, dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ansonsten sehne ich mich nach Sport. Also ich vermisse meinen Sport. Ich hoffe, es ist bald wieder möglich. Gestern habe ich mal eine Runde Tischtennis gespielt. Immerhin. Und ja, ansonsten finde ich das Arbeiten gerade super gewöhnungsbedürftig. Ich bin da ganz bei dir, Ralf. Einfach so nicht in die Redaktion zu fahren, sondern die ganze Zeit von zu Hause arbeiten zu müssen und nicht so cool mit den Leuten die ganze Zeit kommunizieren bei WhatsApp oder so. Da habe ich die Leute lieber vor Ort und dann kann ich mit denen so reden, als 100 Nachrichten auszutauschen. Das ist gerade die Situation hier. Und Dortmund ist relativ wenig betroffen. Das finde ich erstaunlich für eine große Stadt mit 600.000 Einwohnern. Haben wir gerade 400 Fälle oder so. Oder 450. Wow, ist nicht viel. Also sehr wenig. Verhältnismäßig wenig. Wird wenig getestet? Das weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt diplomierter Hobby-Virologe und deswegen kann ich so eine Fragen schon überhaupt mir erdenken. Wurde da nicht genug getestet? Ja. Ja, gibt's, kann ich nicht zu sagen. Ich könnte jetzt noch fachmännisch sagen, die Dortmunder Kohorte, aber naja, Spandau, was geht in Spandau? Spandau geht tatsächlich jetzt wieder arbeiten seit dieser Woche. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub, quasi dann 2 Wochen Heimisolation, weil wenn man alleine wohnt, dann ist halt auch nicht viel mit Kontakt. Dann geht man halt ein bisschen spazieren, geht einkaufen. Kann mit Leuten natürlich telefonieren oder schreiben und dann hört es fast schon wieder auf. Also mir fehlt tatsächlich Sport auf mehreren Ebenen. Einmal das Erlebnis, ins Stadion gehen zu können, den eigenen Verein anzufeuern. Andererseits aber auch das Manko halt selbst Sport treiben zu können in einer gewissen Form. Weil das ist ja auch schon ein sehr eingeschränkt. Fitnessstudio hat zu, wenn man jetzt nicht sein eigenes Fitnessstudio irgendwie im Keller hat, wird es schwierig. Dann bleibt halt irgendwie laufen gehen, Fahrrad fahren. Also da ist man halt in dem Moment auch schon echt eingeschränkt. Und jetzt bin ich irgendwo froh, arbeiten zu gehen, weil auf Arbeit gibt es natürlich auch eine gewisse Art von sozialen Kontakten. Aber nicht zu nahe kommen, 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten bitte. Und dann geht das schon. Ralf, du wolltest was sagen? Ralf, ich höre dich nicht. Der Mikro ist aus. Nee, man hört Ralf gar nicht. Ich glaube, Ralf hat aus Versehen die Mute-Taste auf seinem Handy gedrückt. Er wackelt hin und her. Das sind jetzt Bilder, dramatische Bilder, als wenn er in einem Flugzeug sitzt, was gleich abstürzt. Dramatisch. Auf jeden Fall Überlebenskampf. Jetzt? Ja, jetzt. Ah, da ist er wieder. Super, boah, super. Kurz vorm Absturz nochmal die Maschine hochgezogen. Ja. Ja, gerade so. Wollen wir mal über Fußball sprechen vielleicht? Ja, ich würde sagen, wir reden erstmal, bevor wir über den ganzen nationalen Fußball, Profifußball reden, lasst uns doch mal über den Amateurfußball sprechen. Was wisst ihr, was so in euren Bezirken, Stadtteilen so an Amateurfußball, ob es da brennt oder so? Habt ihr da irgendwie was gehört? Ich glaube, also Max. Ich kenne. Nee, lass mal Ralf erst erzählen. Ja, finde ich. Alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich kenne mich beim Amateurfußball überhaupt nicht aus. Ich war, glaube ich, vor 15 Jahren zuletzt mal beim Amateurfußball. Es fehlt einfach die Zeit dafür. Und ansonsten weiß ich nur das, was in der Zeitung steht oder was im Internet steht, dass der Breitensport oder der Amateurfußball ja ziemlich noch arg gebeutelter ist als alles andere, weil die leben halt nun mal von Zuschauer-Eintrittspreisen. Und wenn da überhaupt nichts stattfindet, selbst 500 Euro nicht am Wochenende in die Kasse kommen und vielleicht noch ein bisschen was über Bier oder Wurst verkauft, dann ist da, glaube ich, Dunkeltuten langsam. Also ich glaube, dass ich da
der Staat was einfallen lassen muss, um den Breitensport, und da werden viele wirklich hart zu kämpfen haben mit der Existenz, dass man da sich irgendwas überlegen muss, dass da nicht viel an Breitensport und Ehrenamt pleite geht. Was ansonsten macht der Dortmunder Amateurfußball? Jetzt habt ihr gerade parallel gesprochen. Ich glaube, die Frage ging jetzt schon nach Dortmund, oder? Habe ich es richtig verstanden? Dortmund, bitte sprechen Sie. Ja, also ich bin da natürlich schon nah dran, weil wir natürlich auch über die Schicksale oder über die einzelnen Vereine, wie du es ja auch schon gesagt hast gerade, Ralf, schon berichten. Wir haben Geschichten zum Thema, dass Vereine Spieler entlassen müssen. Das sind dann Spieler, die auf Minijobber-Basis quasi angestellt sind bei den Vereinen. Und da hat jetzt ein Verein 6 Spieler quasi gekündigt. Genau, und das ist auch ein Thema in der Sportschau gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr am Samstag die Sportschau gesehen habt, um 18 Uhr in der Ausgabe. Gut, ist ja auch egal. Ist auch in der Mediathek sichtbar, wenn es euch interessiert. Da gibt es auch einen kurzen Beitrag zum Thema Amateurfußball. Und da taucht auch der Verein, der diese 6 Spieler entlassen hat, dort auf. Aufgrund unseres Artikels übrigens. Kein Eigenlob, aber manchmal machen wir doch ganz gute Arbeit. Moment, wegen eures Artikels wurden die Spieler entlassen? Nein. So klang das gerade. Nein. Das ist böse. Nein. Wegen unseres Artikels ist die Sportschau auf das Thema aufmerksam geworden. Aha. So ist die korrekte Verknüpfung der Themen, lieber Martin. Ich habe es falsch verstanden, genau, tut mir leid. Kein Problem. Ansonsten, ja, also es geht halt bei uns gerade darum, wie können Vereine quasi oder welche Möglichkeiten haben sie noch, Geld irgendwie ranzuschaffen, soll ich das mal nennen. Es gibt hier einen Rettungsschirm in NRW, gibt es aber auch, glaube ich, bundesweit. Ich kenne mich da nicht so aus, muss ich peinlicherweise eingestehen, wo auch Vereine einen Antrag stellen können. Da gibt es das Geld innerhalb von 3 Tagen. Das ist schon gut. Gibt es dann für 3 Monate. Wir wissen auf jeden Fall von Vereinen, die dann 5-stellige Summen gekriegt haben. Und das ist schon ordentlich, glaube ich. Wahrscheinlich im ganzen Jahr nicht so viel, oder? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann dir konkret von einem Oberligisten erzählen. Das ist hier die höchste Amateurliga. Also ist schon eine Liga unter der Regionalliga. Also die 5. Liga dementsprechend. Die haben 15.000 Euro gekriegt für 3 Monate, für April, Mai und Juni. Und ich glaube, die kommen damit gut zurecht. Aber die kalkulieren sonst schon mit anderen Summen. Das kann man, glaube ich, ganz nüchtern so sagen. Also in der Oberliga zumindest. Ist das dann, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ist das jetzt ein Darlehen oder ist es ist es geschenkt, müssen sie irgendwann zurückzahlen? Also, weil ich meine, das Geld musst du ja irgendwann dann, wenn es geliehen ist, ja dann doch aufwenden. Es ist, also meine Recherche ergab, es ist kein Darlehen, sondern es ist wirklich, wie sagt man das? Ich kenne mich da mit diesen Finanzbegriffen nicht so aus. Es ist eine einmalige Zahlung, die du nicht zurückzahlen musst, sondern du musst halt gewisse Kriterien erfüllen und dann kommst du in eine Kategorie und dann kriegst du so und so viel Euro. Also um es mal ganz einfach darzustellen. So ist es hier in NRW zumindest. Rolf, wie ist es bei dir in Spandau? Hast du da irgendeinen Überblick über den nächstgelegenen Verein? Tatsächlich habe ich die nicht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass im Amateurbereich natürlich die Vereine entsprechend leiden, weil auch da brauchst du natürlich das Geld, du musst Angestellte bezahlen und Angestellte sind halt nicht nur die Spieler, du hast halt auch mal jemanden im Büro sitzen, du hast Trainer, auch im Nachwuchsbereich und ich meine, die wollen halt auch alle bezahlt werden und das geht halt momentan nicht, weil du kriegst ja kein Geld. Du kannst deine Sponsoren ja jetzt auch nicht wirklich ranziehen, weil von denen kriegst du oftmals einfach auch nur dann Geld, wenn du halt auch irgendwas lieferst. Zum Beispiel eine Werbebande, die halt beim Spiel präsent gezeigt ist, wo halt auch Leute das sehen. Ne? Und das fehlt jetzt den Vereinen auf jeden Fall. Oder was jetzt gerade schon gesagt wurde, die Bratwurst, das Bier, was halt auch noch verkauft wird, Stadioneinnahmen, das Geld fehlt auf jeden Fall. Also wer hätte gedacht, dass wir vor allem wir hätten vor einem halben Jahr gedacht, dass wir über so eine Themen jetzt sprechen. Ja, das ist echt krass. Also, dass auf einmal der Hahn überall zugedreht ist. Wir haben vor halbes Jahr, das ist ein gutes Stichwort, vor einem guten halben Jahr haben wir mal ein Interview gemacht mit einem Trainer der Berliner 6. Liga, der sogenannten Berlin-Liga. Früher hieß es, glaube ich, Landesliga, ne?
Wenn ich mich jetzt ganz irre. Verbandsliga. Landesliga ist eine tiefer, Martin. Oh Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ich bin, ja, Corona hat mich schon auch angegriffen. Ihr müsstet mal meine Handoberflächen sehen. Dadurch, dass ich im Laden arbeite, ich muss ja alle paar Minuten die Hände waschen und desinfizieren und diesen ganzen Scheiß. Und ich habe schon überall aufgerissene Finger. Das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehen. Und naja, egal. Corona hat mich auf jeden Fall auch schon an den Handrücken gekillt. Ich kann dir eine gute Handcreme empfehlen. Okay. Apropos, wo ist denn jetzt Rolf hin? Rolf sehe ich jetzt nicht. Rolf ist auf jeden Fall noch da. Rolf ist noch da. Okay. Gut. Dann, also auf jeden Fall vor einem halben Jahr habe ich mit Nils Kohlschmidt vom SV Empor Berlin ein Interview gemacht über das Leben eines Amateurfußballtrainers und auch so den Berliner Amateurfußball im Generellen. Und ich hoffe, ihr habt eure Fragen brav aufgeschrieben, denn wir haben uns heute verabredet mit Nils. Wir rufen ihn jetzt mal an, damit wir ihn ein bisschen löchern können, wie es beim SV Empor und auch bei ihm selber aussieht. Den rufe ich jetzt mal an, mal sehen, ob er gleich rangeht. Hallo Martin. Hallo, ja? Grüß dich. Wie geht's? Wir sind hier gerade, wir schütten unser Leid gerade aus, wie schlimm das Leben ist und dass wir vor einem halben Jahr uns nicht vorstellen konnten, dass wir darüber reden, dass überall der Hahn zugedreht wird. Und ja. Wir waren gerade beim Thema Amateurfußball und ich habe vorhin nochmal kurz gestalkt. Du bist immer noch Trainer vom SV Empor Berlin. Und ja, wie bist du ins Jahr reingekommen, bevor das alles passiert ist? Ja, in das neue Jahr bin ich sehr gut reingekommen. Und auch im Fußball lief es sehr, sehr gut für uns seit Beginn der Rückrunde, sodass ja, die Pause dann, diese Unterbrechung jetzt hier, die komplett veränderte Welt irgendwie für uns dann doch ja, sehr plötzlich, sehr unerwartet kam. Und ja, wir sehr, sehr gerne weitergespielt hätten, aber ja, nicht zu ändern. Ja. Also neben mir haben wir jetzt hier in einem großen Skype-Raum gefühlt die komplette Ostkurve von Hertha BSC an Zahlen von Menschen. Nein, wir haben Ralf, den Union-Ultra, wir haben Rolf, den Hertha-Ultra und wir haben ja. Max in Dortmund, den Borussia Dortmund-Ultra. Ich bin der Ultra des Amateurfußballs. Genau. Du musst jetzt hier ein paar Pyros brennen und Hopp beleidigen. Nein, tu's nicht. Und alle wurden instruiert, auch die Fragen, die sie haben zum Thema Amateurfußball, die sie sich nicht beantworten können, vielleicht von dir beantworten zu lassen. Jungs, seid ihr bereit? Ja, absolut. Ja, ich habe ganz viel vorbereitet. Oh, ganz viel vorbereitet. Also ich übergebe mal das Wort an Max. Max, das ist Nils. Ja. Nils, das ist Max. Grüß dich, Nils. Hi. Hi, Max. Ich hoffe, du kannst mich einigermaßen verstehen. Ja, es geht. Wunderbar. Ich bin hier im Lokaljournalismus in Dortmund, im Lokalsport auch aktiv und rede quasi fast jeden Tag mit sämtlichen Trainern von Oberliga bis Kreisliga über verschiedene Dinge, die den Fußball betreffen. Und deswegen interessiert mich vor allem, wie denkst du oder denkst du, dass deine Spieler sich wirklich fit halten? Und wie kannst du ihnen vielleicht auch ein Stück weit ja, das Glauben, weil ich habe auch schon von Geschichten gehört, dass Spieler irgendwie 30 Kilometer gelaufen sind, aber am Ende doch das Fahrrad benutzt haben und so weiter. Ja, ganz einfach. Ich kann den Spielern glauben, weil ich, weil wir persönlich jetzt den Jungs gar keinen direkten Plan mitgegeben haben. Wir spielen zwar auch in der Berlin-Liga, also sechste Liga, aber ich glaube, dass ja, gerade so im Erwachsenenbereich auch Thema Eigenmotivation halt irgendwie eine große Rolle spielt und ja, ich jetzt nicht der Kontrolleur sein muss in der Situation jetzt, um da hinterher zu gehen und zu sagen, habt ihr den Lauf oder diese und jene Aktivität gemacht, sondern ja, die Jungs sollen einfach das machen, worauf sie Bock haben. Ich glaube, alle vermissen den Fußball, alle allen fällt irgendwie die Decke auf den Kopf und Laufen oder Radsport oder was auch immer man macht, kann eh nicht den Fußball ersetzen. Und von daher, ja, da wo man auch nicht weiß, wann es wirklich weitergeht,
sehen wir das total entspannt und ich bin da nicht so der Kontrolleur wie wahrscheinlich manch anderer. Ja. Aber dann entsteht auch vielleicht das Problem mit den Verletzungen, wenn die Spieler über mehrere Wochen nichts gemacht haben. Auch im Amateurbereich, denke ich, besteht da eine gewisse Gefahr, oder? Ja, also wenn sie gar nichts machen würden, dann wäre die Gefahr natürlich recht hoch. Ich gehe davon aus, dass jeder einfach auch den Sport zum Ausgleich irgendwo ein bisschen braucht. Und andererseits muss man das natürlich dann auch wieder berücksichtigen, wenn man anfängt, dass man dann eben nicht gleich mit einer maximalen Intensität reingeht. Hier in Berlin ist es jetzt so, dass ich glaube, es ist sogar eine deutschlandweite, deutschlandweit hat man sich so verständigt, dass mindestens 14 Tage zwischen zwischen der Wiederaufnahme des Trainings und dem ersten Spiel liegen sollen. Das ist sicherlich keine Vorbereitungszeit, wie sie gewöhnlich wäre, aber wenn du mich nach meiner ehrlichen Meinung fragst, glaube ich auch nicht, dass bis zu den Sommerferien hier zumindest in Berlin irgendwie noch ein Ball rollen wird. Ja. Da grieche ich gleich mal rein. Wie ist das denn jetzt finanziell auch beim SV Empor? Weil ich meine, ich weiß, dass ihr ein breit aufgestellter Verein seid, aber ich sag mal so, ihr seid jetzt auch nicht, ihr habt jetzt nicht Dagobert Duck mit einem großen Geldspeicher im Keller. Wie finanziert sich denn jetzt gerade so ein Verein? Weil ich meine, der Mensch, der die Bande finanziert, der hat unter Umständen ja selber gerade gar kein Geschäft mehr, wenn es ganz blöd läuft. Grundsätzlich sind wir ja ein Kiezverein, der im Sponsoring ganz, ganz schmal aufgestellt ist. Also wir sind jetzt nicht von so vielen externen Geldgebern abhängig. Bei uns kriegen auch die Jungs verhältnismäßig nur ihren tatsächlichen Aufwand entschädigt, beziehungsweise wenn sie erfolgreich sind. Und demzufolge sind wir eigentlich in keiner tragischen Situation, sondern wir bekommen noch unsere Gelder, die Mitgliedereinnahmen, die sind nach wie vor da. Also es ist ja so, dass die Mitgliedsbeiträge, es ist kein Recht gibt, den Mitgliedsbeitrag zu stunden oder ähnliches. So ist zumindest die Aussage vom Landessportbund. Und von daher sind wir Stand jetzt dann auch recht ungescholten. Ja. Also ist eure Kleinheit quasi jetzt in dieser Krise vielleicht sogar ein Vorteil? Dass ihr nicht so tief fallen könnt. Ja, einerseits das, andererseits eben auch, dass wir vor allen Dingen nur das Geld ausgeben sozusagen, was wir haben oder was wir uns irgendwie selber so zurechtlegen können und nicht hier groß auf Pump finanzieren oder irgendwelche von irgendwelchen Dritten abhängig sind, von irgendwelchen Großsponsoren, die wahrscheinlich alle, wenn noch nicht jetzt, spätestens in 2 Monaten, dann irgendwie wirtschaftlich sicherlich erstmal auf andere Sachen schauen müssen, als jetzt den kleinen Fußballverein mit Summe XY zu unterstützen. Ja, und die lebt ihr denn nebenbei von den gastronomischen Sachen, Bier, Wurst, Eintrittspreise, spielt das bei euch nicht so eine große Rolle? Also ihr rechnet nicht damit mit dem kleinen Haushalt oder ist das dann alles zusätzlich? Nee, gar nicht. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir froh sind, wenn an einem Spieltag zumindest die Schiedsrichterkosten gedeckt werden und alles, was darüber hinausgeht, wird dann verwendet, um entsprechend Prämien für die Spieler zu bezahlen oder für andere Sachen Geld zur Verfügung zu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt jetzt in dem Monat X so und so viele Würste verkaufen müssen, sondern das ist dann separat. Das macht jemand, der ich habe jetzt lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber auch schon eigentlich Rentner ist und das so nebenher noch macht.
genau. Wie viele Leute kommen zu euren Spielen normalerweise am Wochenende? Ja, zwischen 50 und 100 in der Regel. Wenn es ein Topspiel ist, dann kommen sicherlich auch mal, ich sag jetzt mal 200 bis 300. Genau. Du hast vorhin gesagt, eure Saison läuft aktuell sehr gut. Wo liegt ihr denn aktuell? Wenn man jetzt mal, sag ich mal, dass die Saison jetzt beenden würde, wäret ihr Meister oder? Nein. Also man muss sagen, dass wir eine sehr schwache Hinrunde hatten mit einer riesigen Negativserie, obwohl ich mit beim ersten Gespräch mit Martin damals noch ungeschlagen war. Nach 4 Spieltagen. Stimmt ja nicht. War die erste Niederlage. Da war die erste Niederlage. Ich habe euch die erste Niederlage in Malsdorf verbracht. Genau. Mit Martin kam die Krise. Ich bin mit der Martin Todesengel. Ja, es kam sieben Niederlagen in Serie kamen mit Martin. Ja. 7-1-3. Ja. So, und trotzdem bin ich immer nach so im Amt. Wir haben dann die Kurve bekommen und hatten zumindest dann noch 20 Punkte zum Winter und haben uns jetzt im neuen Jahr einfach mit einer guten Serie, 4 Siegen aus 5 Spielen, Luft verschafft und stehen jetzt jenseits von Gut und Böse auf Platz 9 von 18 und haben nach oben und nach unten eigentlich so viel Abstand, dass für uns tatsächlich das jetzt kein Beinbruch ist, dass die Saison unterbrochen ist. Wir hätten jetzt nicht irgendwie noch oben eingreifen können und nach unten hin ist wahrscheinlich auch ist es schon recht sicher, dass da nicht mehr viel passiert. Aber ihr seid ja eh nicht mit dem Anspruch rangegangen, irgendwie aufzusteigen, sondern tatsächlich, ihr seid jetzt, glaube ich, in der Berlin-Liga auch der Dauerbrenner, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also ich glaube 11, 12 Jahre jetzt am Stück seid ihr in der Berlin-Liga. Genau. Und da sind ja ganz andere Player auf einmal in der Berlin-Liga, die da oben rum wursteln und gerne in die 5. Liga hoch wollen. Und da gibt es ja auch den, darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, Berlin United beispielsweise, die auch nicht so richtig, also mit dem Potenzial, was sie haben, nicht so richtig aus dem Knick gekommen sind. Für die muss es jetzt auch total grausam sein, oder? Wenn der Verein da so viel investiert und auf einmal gibt es da gar nichts und das Projekt steht total still. Ja, mit Sicherheit. Man muss sagen, vielleicht noch Martin, du kennst dich ja ein bisschen besser aus als die anderen Beteiligten in der Berlin-Liga. Wir haben Berlin United im letzten Spiel 2-0 geschlagen. Das habe ich gesehen, ja. Das war für uns ein sehr großer Triumph. Für uns ist es tatsächlich eben, war es nicht das Ziel aufzusteigen, für Mannschaften wie Berlin United oder auch für Stern 1900 oder Sparta, die jetzt eben ganz vorne stehen, die beide so den ersten Platz untereinander wahrscheinlich ausmachen werden. Es ist schon eine bittere Kiste und für United muss man halt, aber für wen ist es eigentlich nicht bitter? Ne? Also wer muss nicht irgendwie Einbußen in seinem privaten Leben hinnehmen und ich hatte dir ja auch schon gesagt, dass ich von dem Projekt nicht allzu viel halte, von daher, weiß ich nicht, bin ich jetzt da nicht so, kann ich da nicht so viel Empathie zeigen, wie ich vielleicht sollte, jetzt, um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, da geht's dir wie den meisten. Also von solchen Projekten halten, glaube ich, viele Fußballfans nicht wirklich etwas, mit Geld nach oben zu kaufen. Ich glaube, das ist das Grauen eines jeden Fußballfans. Aber sei es drum, solche Mannschaften gibt es und wird es auch immer geben. Es gibt ja jetzt viele Diskussionen, wie man jetzt am besten weitergehen würde mit den ganzen Spielverläufen. Was wäre denn für dich jetzt so das Thema, wo du sagen würdest, würde ich favorisieren, jetzt irgendwann die Liga wieder anzupfeifen, Geisterspiele zu machen oder die Saison irgendwann für beendet zu erklären? Also im Profibereich, grundsätzlich glaube ich, müssen wir zwischen Profi- und Amateurbereich unterscheiden. Ich hatte jetzt die Frage nicht akustisch nicht ganz genau verstanden. Profibereich, glaube ich, so wie es tut, sind diese Geisterspiele anscheinend einfach wirtschaftlich notwendig, ja, um so die Unternehmen, was die Vereine jetzt ja mittlerweile darstellen, einfach am Laufen zu halten und geltende Verträge irgendwie auch zu erfüllen. Für uns, ich hatte gerade vorher auch hier so ein Chat
innerhalb des Vereins, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, was wir jetzt dem Berliner Fußballverband mitteilen, für welche Variante der Fortsetzung wir irgendwie sind. Es ist ja schwierig zu sagen, weil wir halt dann wiederum auch abhängig sind von den Entscheidungen, die oben getroffen werden. Also irgendwann, wenn man über Auf- und Abstieg spricht. Was steht denn da zur Auswahl? Ja, also es gibt vier Szenarien. Szenario 1 ist, die Saison soll auf jeden Fall zu Ende gespielt werden, egal bis wann im Prinzip, ja, und mit wie vielen englischen Wochen auch. Dann Szenario 2, die Saison wird abgebrochen und wir fangen in der nächsten Saison einfach wieder von Null an. Ja. Also wir tun so, als wenn es diese aktuelle Saison nie gegeben hätte im Prinzip. Szenario 3, man spielt das, glaube ich, mit Auf- und Absteigern durch, ja, dass die ersten Mannschaften aufsteigen, die, also man wertet im Prinzip die Saison, wie sie jetzt ist, also wer jetzt auf Platz 1 steht, geht hoch und wer jetzt auf einem Abstiegsplatz steht, geht runter. Und Szenario 4, man übernimmt die Tabelle in die nächste Saison und spielt dann trotzdem nochmal komplett Hin- und Rückrunde. Also hat einfach sozusagen, nimmt die Punkte mit ins neue Jahr, in die neue Saison. Ist ja verrückt. Nimmt man dann einen Punktequotient aus der aktuellen Saison? Weil es gibt ja auch da bestimmt den Fall, dass die eine Mannschaft hat 12 Spiele, die andere hat 14 Spiele. Du, ich glaube, wenn es um so eine Regel dann, oder wenn man diese Lösung wirklich anwenden würde, da müsstest du wahrscheinlich noch 37 zusätzliche Paragraphen einführen, damit du jedem Fall gerecht wirst. Von daher, glaube ich, ist das schon mal einfach gar nicht umsetzbar. Und ich glaube, was es so ungemein schwierig macht, ist, dass es halt keinen zeitlichen Horizont so wirklich gibt, wo man sagen kann, okay, es ist sicher, dass dann und dann wieder gespielt werden kann. Ja, ich bin natürlich auch dafür, dass man die Saison an sich zu Ende spielt, weil es halt noch zu viele Spiele sind, die noch zu spielen sind. Wir haben erst 2/3 der Saison im Amateurbereich durch und es sind einfach noch über 30 Punkte zu vergeben. Und wenn du gerade immer ein Punkt oder zwei Punkte hinter einem anderen stehst und vielleicht gerade jetzt im Winter auch ein bisschen Probleme hattest mit Grippe oder was auch immer, dann bist du jetzt der Gelackmeierte auf gut Deutsch. Und tue ich mich sehr schwer mit. Von daher möchte ich gern, dass man das sportlich noch irgendwie zu Ende bringt und dann eher sich Gedanken macht, wenn es feststeht, wann man wieder anfangen kann, dass man die Saison halt zu Ende spielt und nach dem Ende der Saison eigentlich dann eine angepasste Saison 2021 spielt, wo man dann eben auf die Kürze der Zeit oder sowas eingeht, ja, die dann einem zur Verfügung steht. Ja. Rolf hier, ich hätte an der Stelle nochmal die Anschlussfrage. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt die fairste Möglichkeit, die Saison zu Ende zu bringen? Fair, wenn du so willst, die Entscheidung, die den wenigsten Mannschaften wehtut, ist tatsächlich, man annulliert die Saison oder man wertet die Saison so, wie sie ist. Ja? Dann hätte man eben entweder den Fall, dass die Mannschaften, die aufsteigen, eben ihrem sportlichen Erfolg irgendwie bis dato beraubt werden, oder aber sie werden, der Beste wird bis dato belohnt. Ja, das würde dann, aber ich habe da ja tatsächlich natürlich aus dem gesicherten Mittelfeld dann auch wahrscheinlich ziemlich entspannt zu betrachten. Auf jeden Fall. Ja. Und von daher möchte ich da auch nicht Partei ergreifen. Ich bin, wie gesagt, dafür, dass man das sportlich am besten entscheidet. Das ist meine Vorzugslösung. Und wenn das nicht geht, dann muss ich ehrlich sagen, müssen sich die Verbände unbeliebt machen, dann müssen die eine Entscheidung herbeiführen. Dann möchte ich jetzt nicht sagen,
so und so geht's gar nicht, sondern das ist einfach ja, so komplex und da muss man es akzeptieren als dann direkt Beteiligter. Ja. Naja, die Frage ist ja auch, glaube ich, wenn eine Liga das macht, ja, was macht die Liga da drüber? Weil es eigentlich ist ja eine Frage, die von der ersten Liga bis zur Kreisliga runter entschieden werden muss, weil das ganze Ligensystem ja durcheinander gewürfelt werden wird. Wenn du zum Beispiel die Regionalligen nimmst und dann hat die Oberliga Niedersachsen hat sich so entschieden, die Oberliga Hamburg hat sich so entschieden und dann ist halt die Frage, wie greifen die ineinander, wie verzahnen sie sich alle untereinander? Und ja. Deswegen, also es wird ja jetzt, ich meine, DFL hat jetzt irgendwie eine Entscheidung erstmal getroffen. Erste, zweite Liga soll, wenn die wirklich mit Geisterspielen eben fortgesetzt werden. Frage ist ja noch so ein bisschen, wie dann das Ganze ablaufen soll mit den Tests und was dann eigentlich passiert, wenn doch ein Spieler dann positiv getestet ist, ob dann wiederum 2 Wochen lang der Spielbetrieb ruht. Das weiß man alles nicht. Dritte Liga, glaube ich, das steht ja dann, die ist ja dann unter dem Dach des DFB angeordnet. Ich glaube, da sagen alle, es macht keinen Sinn zu spielen ohne Zuschauer, weil das die Haupteinnahmequelle ist. Und da, glaube ich, steht auch noch in den Sternen, ob es im nächsten Jahr überhaupt eine eingleisige dritte Liga gibt. Also so, wenn man so alles so sich mal anhört, was da so an Sorgen, Existenzängsten rumgeistert. Ja, wenn dann in der dritten Liga eine Entscheidung getroffen wurde, dann wird es dann eben weitergehen. Ne? Wird es immer Step by Step runtergehen und ja, und diese Abhängigkeit gibt es nun mal. Ja? Ich fand ja ganz spannend am Sonntag, gestern, ist ein Papier veröffentlicht worden, wo drin stand, dass die einzelnen Fußballverbände, ich glaube, da gibt es 21 oder so in Deutschland, könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, dass die überhaupt keine Handhabe haben, was den weiteren Saisonverlauf anbetrifft, weil es für so ein Szenario, wie es aktuell vorhanden ist oder die aktuelle Lage betrifft, gibt es überhaupt keine Gesetzgebung oder keine Regelung in einem Gesetzestext oder einem ähnlichen, sodass spontan eigentlich der DFB-Bundestag einberufen werden muss oder müsste, um dort eine konkrete Regelung zu beschließen. Und deswegen plädieren wohl oder haben alle keine andere Möglichkeit, als irgendwann die Saison noch zu Ende zu spielen. Und sei es auch über den 30. Juni hinaus, der ist jetzt auch gekippt worden am Freitag, vor 3 Tagen. Das hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen. Und das ist ganz interessant, dass die Verbände da eigentlich gar keine Möglichkeit haben, eine eigene Entscheidung zu treffen. So ist zumindest mein letzter Stand. Ja, genau. Das habe ich heute auch tagsüber nur gelesen gehabt. Ja, wäre ja auch komisch, wenn man, wenn wir jetzt im Fußball darauf vorbereitet werden und irgendwie in allen anderen Lebensbereichen nicht. Wäre schon ein bisschen abstrus irgendwie. Für mich ist es auch die fairste Lösung und ja, so gern ich den Fußball habe, muss man halt da jetzt wohl leider noch ein bisschen abwarten, bis wir dort Verbindlichkeiten schaffen können, wie man so schön sagt. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Hast du etwas mitbekommen von der Not von der Berliner Fußballwoche? Die jetzt ja quasi ihr Heft von 48 Seiten auf, glaube ich, 24 Seiten zusammendampfen. Also ich habe gestern Abend ganz spontan einfach ein Jahresabo jetzt abgeschlossen, einfach um da auch ein bisschen mal unter die Arme zu greifen und Moment, machen sie ja nur Porträts. Hast du davon irgendwie näher was mitbekommen? Weil ihr habt ja auch bestimmt jemanden, der immer Reports zur FUVO schickt. Genau, also bei uns ist ja bei den Spielen auch immer ein Berichterstatter eigentlich vor Ort. Ich hatte jetzt persönlich keinen Kontakt in den letzten Wochen zu einem der Reporter, aber diese finanzielle Sorge der FUVO, die ist sicherlich jetzt extrem. Ich glaube,
insgesamt besteht diese dieses Traditionsfest schon mehrere Jahre lang um die Existenz. Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, sowieso als Printmedium und dann auch gerade in diesem Bereich, wo im Prinzip jetzt auch den Social Media Kanälen jeder Verein irgendwie ein bisschen aktiver geworden ist und eben nicht mehr zwangsweise erforderlich ist, das Heft am Kiosk zu kaufen, um sich über den Berliner Fußball zu informieren. Ich meine, vor 15 Jahren gab es auch noch kein Fußball.de, wo irgendwie jedes Spielergebnis drin steht, wo man sehen kann, wer welches Tor geschossen hat und so weiter und so fort, sondern da gab es einfach nur geh Montag früh, sei bloß nicht zu spät dran, sei am Kiosk und hol das Heft, damit der Dienstag beim Training auch mitreden kannst. Und die Zeiten haben sich da einfach ganz stark verändert. Ich glaube, das können wir jetzt weiterführen, dass auch Printmedium irgendwann dann sowieso vielleicht auch ausgelaugt ist. Aber ja, es wäre schade, wenn das Heft jetzt in dieser Krise irgendwie hinten wegfällt, weil es eben so viel Tradition drinsteckt. Und wer es sich erlauben kann, klar, sollte da einfach versuchen, auch dort zu unterstützen sich dort ein Heft zu holen. Und ein Lesenswert ist es eigentlich immer, auch wenn es jetzt, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass jetzt der Umfang schon halbiert wurde. Aber das ist sicherlich den Tabellen und so geschuldet, die sich jetzt nicht aktualisieren. Ja. Ja, Jungs, wenn ihr jetzt nichts weiter habt, dann würde ich jetzt den... Oder hat jemand noch was? Da gibt es Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wir haben jetzt von dir mitbekommen, was die Spieler so machen, also hoffentlich machen. Aber wie nutzt du jetzt eigentlich als Trainer die Zeit? Also was kannst du jetzt gerade so machen? Was ich machen kann, ist... Ich versuche natürlich einerseits erstmal in Kontakt zu meinen Spielern zu bleiben, die so ein bisschen, wir versuchen trotzdem unseren Verein so ein Stück weit am Laufen zu halten. Das heißt, unsere Jungs sind aufgefordert, so bestimmte Challenges zu kreieren. Beispielsweise hat mir jetzt, ein Spieler hat, glaube ich, 40 oder 50 Mal mit dem Toilettenpapier jongliert und wir haben dann sozusagen das weiterverteilt in unseren Jugendbereich und das Motto hieß dann eben, schlag den Spieler der ersten Herren. Und dann hat es einer aus der C-Jugend hat es dann geschafft, jetzt da irgendwie 80 Mal zu jonglieren. Das ist so ein bisschen Stimmung reinzubringen Vereinsleben irgendwie aufrechtzuerhalten. Andererseits geht es auch für uns darum, jetzt so langsam die Planung, auch wenn man noch nicht weiß, wie es wirklich weitergeht, regulär auch für die nächste Saison anzugehen. Heißt, auch mit den Jungs zu reden, wie es um sie steht im nächsten Jahr. Ich glaube, keiner will so aufhören. Will irgendwie jetzt, kann darüber nachdenken, jetzt mit Fußball aufzuhören. Was sonst so die Zeit bringt, ich bin zumindest noch in dem glücklichen Zustand, dass ich meine Arbeit ganz normal nachgehen kann. Und die Zeit, die mir jetzt frei bleibt durch das wegfallende Training, die nutze ich vor allen Dingen als selbst, um sportlich aktiv zu sein, weil ich das auch als Ausgleich einfach brauche und bin da jeden Tag irgendwie unterwegs halte mich fit. Ja. Wenn du die Chance hättest... Ralf, ganz kurz, halt mal das Mikrofon nicht so nah an deinen Mund ran, weil du übersteuerst wie Wahnsinn. Man hört dich auch so sehr gut. Aber ich glaube, Max hat zuerst den Finger gehoben. Echt? Okay. Ja, sorry.
Das passt aber auch ganz gut in die letzten Ausführungen vom Nils, der ja auf die Spieler eingegangen ist und auch die Kaderplanung, so wie ich das mal nenne, so habe ich dich zum Schluss zumindest verstanden, dass du so in die Richtung gegangen bist. Ja. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr denn schon irgendwie einen Stamm, der zugesagt hat für nächstes Jahr? Wie kann man aktuell überhaupt Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führen? Also ich bin bei uns überrascht, wie viele Spieler oder wie viele Vereine gerade neue Spieler verkünden für die kommende Saison, die sie doch über Wochen lang nicht spielen lassen haben. Ja, also wir sind ein Verein, der sehr stark auf den eigenen Nachwuchs baut und ja, viele Spieler auch in seinen Reihen hat, die ja schon im eigenen Nachwuchs gespielt haben und jetzt mittlerweile seit 15, 20 Jahren im Verein sind. Das heißt, wir haben gar nicht so eine hohe Fluktuation wie andere Vereine. Und darauf liegt eigentlich auch unser Fokus. Also ich bis jetzt tatsächlich mit deiner Frage so eine Woche zu früh dran, weil wir uns erst jetzt am Wochenende dazu verständigt haben, dass wir jetzt in den nächsten beiden Wochen mit jedem gesprochen haben wollen, dass wir da unsere Planung mit den bestehenden Spielern fixieren. Das ist mein Optimismus ist dahingehend, dass ich eben sage, dass irgendwie jetzt keiner sich vorstellen kann, dauerhaft so Woche für Woche zu Hause zu sitzen, sondern dass er einfach den Fußball auch braucht und nicht nur den Ball, sondern vor allen Dingen auch eben die Mitspieler und den Mannschaftssport. Und das Thema potenzielle Neuzugänge, ja, wie gesagt, bei uns ist es so, dass wir schon mit einigen aus der A-Jugend gesprochen haben, die teilweise auch schon bei uns zum Einsatz kamen, ob jetzt in Testspielen oder auch in Meisterschaftsspielen, die wir gerne im nächsten Jahr bei uns mit dabei hätten. Und externe Neuzugänge, ja, macht aus meiner Sicht momentan überhaupt keinen Sinn, dort jemanden anzusprechen. Und es ist tatsächlich, also wenn ich das zumindest das, was man so auf den Portalen mitbekommt, das ist doch sehr, sehr ruhig, was das anbetrifft. Was da im Hintergrund läuft, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Mannschaften, die vor allen Dingen auch mit den Geldscheinen wählen, eben wiederum in dieser Spirale sind, dass sie erstmal gucken müssen, dass sie so den Stand halten können, etwa den sie bislang da so anbieten. Also Mitglieder starker Verein hat unter Umständen halt einfach jetzt auch gerade den Vorteil, dass er sich im Amateurbereich zumindest sehr durch die Mitgliederbeiträge irgendwie auch noch halten kann. Ja, das ist sicherlich eine gesunde Basis und wie gesagt, dass wir eben jetzt kein Riesenetat oder ähnliches haben, sondern wir wirklich diesen Amateursport eigentlich noch leben, so idealisiert, wie es eigentlich geht und ja, eher den Jungs eben viel abnehmen oder viel geben durch eben gemeinsame Veranstaltungen, durch Team Spirit, durch Sachen, die eben tatsächlich nur Geld kosten, wenn sie dann halt stattfinden. Ja. So, jetzt aber. Habt ihr noch eine abschließende Frage? Einer darf noch, wenn er will. Ja, nein. Ich würde gerne noch eine nachschieben. Nils, du kommst heute nicht mehr raus. Also. Nee, kein Problem. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch sprechen wollt. Juba Colombo. Ja, wir haben Zeit. Ich mach's kurz. Wenn du die Möglichkeit hättest, den Berliner Amateurfußball irgendwie zu reformieren, du wärst jetzt derjenige, der es umsetzen würde. Was würdest du als erstes machen, deine Vorstellung vom Amateurfußball umzusetzen? Spontanität ist Trumpf, ne? So sagte mir Martin heute vor dem Interview. Natürlich eine Riesenfrage. Ich würde die 5-Punkte-Regel einführen. Für einen Sieg gibt es 5 Punkte. Aber auch nur, wenn der Verein sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge finanziert. Lass es mich mal so konkret wie möglich und so diskret wie erforderlich beantworten, ja, um so eine Politiker-Message hier noch so reinzubekommen.
ja, ich glaube, dass grundsätzlich ich schon Freund davon wäre, das Thema Bezahlung und Geld zumindest versuchen, stärker zu reglementieren. Ja, weil ich glaube, dass, ja, dass ich will damit gar nicht denjenigen schwächen, der jetzt irgendwie da besonders akribisch darin ist, das heißt Sponsoren zu gewinnen oder ähnliches, aber ich glaube, dass im Amateurbereich, egal wo wir uns in der Republik aufhalten, immer noch relativ viele Schecks oder Briefumschläge den Besitzer wechseln. Und ich glaube, dass man mit dem Geld, was so, ich sag mal auf gut Deutsch, verbrannt wird oder mitgenommen wird, dass man damit viel andere Sachen machen könnte, die unserer Gesellschaft einfach auch gut tun würden, egal ob es jetzt soziale Einrichtungen sind, sozial benachteiligte Kinder oder sei es für die Erforschung von irgendwelchen Medikamenten oder die Liste kann man ja noch sehr lange weiterführen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich mein erster Ansatz wäre, dass ich da mehr Transparenz und mehr mehr Regularien versuchen würde einzubringen. Ja. Wobei ich nicht weiß, da bin ich einfach auch zu weit weg, rechtlich gesehen, wie dort die Möglichkeiten sind. Aber das wäre tatsächlich so mein Ansinn. Ja. Das soll ja Berlin-Ligisten geben, die keine eigene Jugendabteilung haben. Ich glaube, das würde ich einführen, dass das eine Verpflichtung wäre, auch Jugendabteilung zu haben. Ja. Ja, das ist so ein bisschen genau, also einfach so diesen ganzheitlichen Ansatz dann noch mit reinzubringen, dass Nachwuchsförderung auf jeden Fall mit dabei sein muss. Oder halt andererseits, wenn das eben nicht da ist, halt auch wiederum eine Unterstützung von anderen Vereinen halt da sein muss, die sowas machen. Ne? Also in die Richtung. Nils, dann würde ich jetzt mal sagen, tausend Dank, dass du dir über eine halbe Stunde jetzt Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du gesund bleibst. Du hattest ja beim letzten Mal im Podcast erzählt, dass du ja auch deine Krankengeschichte hattest und deswegen drücke ich dir jetzt umso mehr die Daumen, dass du tatsächlich gesund bleibst und weiterhin auch arbeiten kannst und dir die Decke zu Hause nicht allzu sehr auf den Kopf fällt. Und wenn der Ball wieder mit emporrollt, dass ihr natürlich doch nochmal aufsteigt. Ja. Und dann in 10 Jahren deutscher Meister werdet. Ja. Ja, Martin, jetzt hast du es wieder übertrieben am Ende. Okay, in 8 Jahren. Okay, genau. Es sind nur 5 Ligen. Ja, ich danke euch fürs Durchrufen. Hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch allen auch nur das Beste. Bleibt gesund, haltet durch und Wir bleiben in Kontakt. Ich sag mal so, wenn es ist, dann du weißt, kannst dich immer melden und dann gucken wir. Ob ich mir ein Zeitfenster feiern kann. Perfekt. Genau. Okay. Bis zur Meisterfeier also. Dann. Ciao. Genau, erst exklusiv Interview bei Platzport. Geil, ja. Ja, ja. Also, ja, macht's gut und viel Spaß euch noch. Ja? Danke dir. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Bleib gesund. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, weg ist er. Sehr schöner Einblick auf jeden Fall. Ja, also da sieht man mal wieder, wie wenig wir uns mit dem Amateurfußball beschäftigen, was da eigentlich die Sorgen und Nöte sind oder überhaupt, also dass da ein Trainer tatsächlich ganz andere Sorgen hat im Amateurbereich, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ne? Also weil eben der finanzielle Druck jetzt nicht so da ist wie im Profibereich. Aber da fällt mir gerade eine Sache ein, weil ich glaube, Max, du hattest von der 3. Liga geredet, wer hat das gesagt von euch mit der zweigeteilten 3. Liga? Das hat der Nils reingebracht, glaube ich. Mann, ich verwechsel euch immer alle. Ihr seid alle so gleich. Aber ich habe von der Idee, also ich kenne es nicht konkret, aber ich habe davon gehört, dadurch, dass es ja diese Unterscheidung zwischen, also Regionalliga ist, glaube ich, noch nicht auf DFB-Ebene, sondern schon auf Verbandsebene. Nee, dann hätten wir nämlich RB Leipzig damals schon in der 4. Liga als Start gehabt.
Regionalliga ist tatsächlich noch die unter dem Dach des DFB, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay. Auf jeden Fall, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die dritte Liga, die ja doch sehr viel stärker auch von den Eintrittsgeldern noch abhängig sind als die ersten und zweiten Ligen, dass da jemand vom FSV Zwickau gefordert hat, dass man die dritte Liga doch auch unter das Dach der DFL bringt und da auch eine gewisse Form von Solidarität ja auch faktisch schafft. Was haltet ihr von so einer Idee, die DFL da aufzublähen? Naja, wenn man sich mal jetzt die ganze dritte Liga anguckt, wer da in Schieflage kommen ist oder kommen wird, wenn sich da nichts weiter bewegt, ist das schon immens. Ich meine, was willst du mit einer dritten Liga, die vielleicht im nächsten Jahr nur noch oder in der nächsten Saison nur noch die Hälfte der Mannschaften hat? Das ist ein schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, ob die Bereitschaft da wäre, wenn 36 aktuelle Profiklubs sagen, okay, wir nehmen uns jetzt nochmal 20 mit an die Brust und versuchen die auch noch mit Geldern zu versorgen. Ich weiß nicht, ob die Solidarität dann so groß ist, dass man das tun würde. Also man hat ja einfach in den letzten Jahren gesehen, dass es in der dritten Liga, aber auch in der Regionalliga viele Vereine gab, die dicht vor der Insolvenz standen, beziehungsweise auch Insolvenz gegangen sind. Wenn ich jetzt gerade an die Ostvereine denke, Erfurt fällt mir da als aktuelles Beispiel ein. Und deswegen sieht man ja in den letzten Jahren, dass da finanziell auf jeden Fall eine gewisse Knappheit besteht. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und dass diese Vereine erst extrem zu kämpfen haben. Ich glaube, das kann man fast für alle Drittligisten sagen. Also es waren, glaube ich, auch die ersten, die in Kurzarbeit gegangen sind, glaube ich. Also noch vor anderen Sportarten. Und insofern ist da finanzielle Unterstützung auf jeden Fall vonnöten. Wie die jetzt konkret aussieht, kann ich mir kein Urteil erlauben, weil ich mich da viel zu wenig auskenne. Die dritte Liga ist ja eh schon immer mit heißer Nadel gestrickt. Also gerade in der Liga, wenn mal ein Verein insolvent geht, dann passiert es ganz gerne in der dritten Liga, weil du hast halt eigentlich eine sehr attraktive Liga, hast aber halt schon sehr viel Druck, auch aufzusteigen, weil es natürlich in der zweiten Liga an die Geldtöpfe rangeht. Und da übernehmen sich halt in der dritten Liga ganz, ganz schnell die Vereine und dann wird es eng. Also gerade die dritte Liga, glaube ich, hat da echt schon Nöte und man täte, glaube ich, gut daran, da einfach den Support zu leisten, weil aus meiner Sicht die dritte Liga, wenn jetzt eingedampft wird auf die Hälfte, was soll das? Also da ist ja kein Mitgeholfen am Ende. Aber die großen Clubs sind da jetzt schon nicht bereit, denen in der zweiten Liga groß zu helfen. Ich muss ja nur an Herrn Aki Watzke erinnern, ich glaube, bei der Sportschau sich hingestellt hat. Und jetzt sind doch alles Konkurrenten, warum sollten wir denen helfen? Ich meine, ich glaube nicht, dass von den Großen, die jetzt die Möglichkeit hätten, was tun zu können, ich glaube nicht, dass die Bereitschaft da ist, da in der dritten Liga auch nochmal Geld zu investieren. Wie ging es dir da eigentlich, Max, als du das gehört hast von Herrn Watzke? Peinlicherweise muss ich eingestehen, dass ich das gerade zum ersten Mal höre. Das spricht nicht gerade für mich und das, ich nehme auch alle Kritik an. Völlig okay. Ich habe nur gelesen, dass ja die vier Champions League-Vereine, ich weiß nicht genau, ob das die Geschichte war, dass die auf Gehalt verzichtet haben, relativ am Anfang, oder ob die was in den Solidartopf reingesteckt haben. Ja, 20 Millionen. Ja, 20 Millionen. Aber das ist nochmal was anderes, ne? Genau, und das ist vor allem nach dem passiert, nachdem Aki Watzke gesagt hat, warum sollen Vereine, die sich ein Polster angelegt haben, den Vereinen helfen, die kein Polster angelegt haben. Naja, also da gibt es ja drei Punkte. Erstens, Aki Watzke hat vergessen, dass 2005 Borussia Dortmund selber schon auf der Intensivstation lag und künstlich beatmet wurde. Zweitens, damals von einem gewissen FC Bayern mit unterstützt wurde, mit viel Geld. Und drittens gibt es ja auch Vereine, die jetzt zum Beispiel gerade erst in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, wie Union Berlin oder Paderborn oder Köln, Köln nehmen wir mal raus, aber Paderborn und gerade Union. Union hat ja noch nie in der Bundesliga gespielt und diese Vereine konnten sich in der Zeit einfach kein Polster anlegen, weil sie, Überraschung, noch nie in der Bundesliga waren und noch nie so viel Geld abgegriffen haben. Und diesen Satz,
den er auch nochmal im Nachhinein bestätigte, gesagt hat, ich nehme da nichts zurück, warum soll ich da was zurücknehmen zu dem, was ich gesagt habe, finde ich so unfassbar arrogant und ja, da fehlt mir tatsächlich echt die Worte, als ich das gesehen habe. Habe auch in der Nacht danach schlecht geschlafen. Ich meine, ganz sicher sind natürlich die Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga Wirtschaftsunternehmen. Nur die Frage ist, haben so eine Vereine nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung? Weil der wirtschaftliche Teil hat natürlich seine Basis im Verein und damit halt in der Gesellschaft und auch im Breitensport. Und wie hätte so ein Verein jemals groß werden können, wenn da nicht die Basis gelegt worden wäre? Also hätte sich ein Sponsor für so einen Verein interessiert? Hätte man es geschafft, Zuschauer zu mobilisieren, wenn man nicht aus der Breite gekommen wäre? Und da jetzt in dem Moment an die Gesellschaft nicht was zurückzugeben, halte ich für sehr schwierig. Also aus meiner Sicht sollte da jeder Verein, der da ein bisschen was auf der Kante hat, sich durchaus mit den anderen Vereinen solidarisch zeigen, weil wenn die anderen Vereine nicht mehr sind, wo bleibt dann der Wettkampf? Also wenn du keinen Konkurrent mehr hast, dann hast du ja keinen Wettkampf und dann ist ja das ganze System Fußball, Wettkampf ad absurdum geführt. Ja, also wie gesagt, gerade ein Verein wie Borussia Dortmund, der also das Kapitalistischste ist, was gerade, glaube ich, so rumrennt, also als AG, als Aktien-AG und Aktiengesellschaft und den kompletten Stadionnamen verfremdet hat oder entfremdet hat, Signal Iduna Park, da ist weder Arena noch Stadion drin, noch hat es irgendwas mit Nordrhein-Westfalen oder der Stadt Dortmund zu tun. Dann diese ganzen Summen, die der Verein umgesetzt hat, die er versenkt hat, dann der beinahe Tod, dann die Rettung von außen. Der Verein hat so viel Glück gehabt und auch Aki Watzke in der schlimmsten Zeit der Finanzkrise und auch in den Jahren danach hat er sich nicht geschämt, Millionen von Boni aus der AG anzunehmen. Und also ich finde, das ist eigentlich entlarvend gewesen, wie dieser Fußballverein funktioniert. Wie sagte es Christoph Ulrich in dem Podcast, den wir im November mal gemacht haben, Borussia Dortmund weiß gar nicht, wie sehr sie schon Bayern München sind. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja, aber Max, schmeißt gleich die Kopfhörer weg und schreit gleich. Also der Herr Ulrich war der, glaube ich, der so, wo ihr unglaublich viel über den Ruhrpott-Fußball und Ruhrgebiets-Fußball gesprochen habt, richtig? Genau, das war die Folge. Korrigieren. Ja, die habe ich gehört in ganzer Länge. Hab das aber nicht mehr so präsent, muss ich ehrlicherweise eingestehen. aber habe trotzdem noch die Aussagen des Herren im Kopf, zumindest im Großen und Ganzen. Und konnte mich mit einigen identifizieren, mit anderen aber auch nicht. Und wie soll ich sagen? Also ich glaube, es ist halt so eine Schwierigkeit insofern, dass die Frage ist halt, was du willst, in Anführungsstrichen. Wenn du wirklich willst, im europäischen Geschäft mitzuspielen, dann musst du gewisse Opfer bringen. Das klingt jetzt sehr eindimensional, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Die Frage ist halt, in welcher Hinsicht ich diese Opfer bringe und will ich vielleicht so sein, in Anführungsstrichen, wie der SC Freiburg, der mir auch sehr sympathisch ist, der aber bei weitem nicht die Möglichkeiten hat, aus verschiedenen Gründen, wie Borussia Dortmund, um mal beim konkreten Beispiel zu bleiben. Es ist halt einfach die Frage, wo ich hin will. Und wenn ich halt in die europäische Spitze will, dann muss ich vielleicht Aktionen bringen, die dem einen oder anderen nicht gefallen. Und dann verliere ich auch eine gewisse Anzahl von Fans. Und das ist mir durchaus bewusst. Und ich muss schändlicherweise eingestehen, dass ich noch nie in diesem Stadion war. Es ist bestimmt ein Erlebnis, keine Frage, aber vielleicht hat auch ein bisschen in den letzten Jahren mein Fantum oder meine Anhängerschaft ein bisschen abgenommen. Aber mehr deswegen, weil ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren kann, sondern weil ich das vielleicht ein bisschen ausgebreitet habe. Bin noch seit ein paar Jahren jetzt sehr aktiv bei Alba gewesen, bei Basketball oder auch bei Babelsberg 03, die ja auch kapitalistisch nicht unbedingt aktiv sind, kann man ja vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, Babelsberg 03 sagt euch ja bestimmt was. Wollte ich glaube ich nicht erklären. Ja, doch. Ja. Und Rolf zeigt auch gerade ganz stolz sein AfD-Remember-T-Shirt.
Hab die Sorte raus aus den Stadien, bitte. Sehr gut, habe ich auch zu Hause das T-Shirt. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Diskussion, die hat kein nahezu, also es ist schwer, da ein Ende zu finden irgendwie. Und apropos Ende finden. Ich kann eure Kritik vollkommen verstehen, Martin, Rolf und Ralf, alles in Ordnung. Können wir gerne nochmal bei den Bierchen diskutieren. Hier ist vielleicht der falsche Rahmen. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, tut mir leid. Kein Problem. Aber Ende finden. Ich habe vorhin mal bei Twitter gefragt, welches Szenario haltet ihr am wahrscheinlichsten? Erstens die Bundesliga-Fortsetzung mit Ende in diesem Herbst. Also quasi, dass man jetzt irgendwie möglichst schaut, mit Geisterspielen das noch dieses Jahr irgendwie zu Ende zu kriegen und sich vielleicht dann bei 2021 dann schon mal an den Spielplan anzulegen, dass man bei der WM 2022 dann nicht die Saison unterbricht, sondern dann beendet. Keine Ahnung, diese Ideen gab es ja schon früher, den Saisonverlauf von Februar bis November zu machen, statt wie jetzt von August bis Mai. Die zweite Möglichkeit war, man setzt die Bundesliga erst im nächsten Frühjahr fort, 2021. Die dritte Möglichkeit war Abbruch und Neustart dann zur Saison 2021. Also, dass man probiert, im August wieder normal anzufangen und das jetzt, wie vorhin auch Nils das gesagt hat, dass man das Ding annulliert und die Saison quasi so tut, als hätte es sie nicht gegeben. Und die vierte Möglichkeit ist Abbruch und Neustart und dann lässt man das Ganze ruhen bis zum Sommer 2021, also bis es vielleicht Medikamente gegen Covid-19 gibt, die sozusagen die Krankheit bestmöglich behandeln oder es vielleicht dann sogar schon Impfstoffe gibt, die man flächendeckend einsetzen kann. Wo steht ihr da? Was glaubt ihr? Fangen wir bei Ralf an. Ich würde einfach mal freiweg sagen, dass die ganze Diskussion wird es eigentlich wahrscheinlich gar nicht geben, denn es gibt noch 750 Millionen Euro Fernsehgelder zu verteilen, die einige Bundesligisten oder Zweitliga-Vereine schon verpfändet haben. Also ich glaube, dass notgedrungen die Saison beendet werden muss, damit eben diese Gelder fließen. Weil wenn die nicht fließen, werden viele Vereine, wahrscheinlich wie auch wie wir oder vielleicht wie Paderborn, die auf diese Gelder angewiesen sind, weil sie damit kalkuliert haben. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es bei Union praktisch die Hälfte von bisherigen Etat, die an Fernsehgeldern einkalkuliert werden. Und wenn die wegfallen, dann werden einige Vereine, ich glaube, die Saison, also den Rest der Saison nicht überleben. Ich glaube wohl so übel, dass die Saison weitergespielt wird, wann auch immer. Die Szenarien sind ja schon geschaffen worden, dass man über den 30. Juni hinaus spielen könnte. Aber ich glaube, aus wirtschaftlichen Gründen oder weil man unbedingt das Geld braucht, wird man weiter spielen. Was natürlich dann auch wieder Nachteile bringt für Vereine wie uns, muss man auch da eindeutig sagen. Weil, also uns, für die es jetzt zum ersten Mal mit Ralf hören, und uns, das ist Union Berlin in deinem Fall. Ja, das ist in dem Fall Union. Da sind die Fans nun mal der Rückhalt und im leeren Stadion, die faktisch wie ein Trainingsspiel beispielsweise gegen Bayern München zu spielen, was ja noch ausstehen würde, war ja das Spiel, was hätte angestanden, bevor alles gecancelt wurde. Ich glaube, dagegen ohne Zuschauer zu spielen, das ist, da kannst du, ich will nicht sagen, da kann man die Punkte gleich herschenken, aber das ist einfach völlig was anderes. Da sind die Voraussetzungen einfach, es ist einfach kein faires Spiel dann, finde ich. Oder das Derby, ne? 74.000 im Olympiastadion. Ne? Könnte ich mir gar nicht vorstellen, in so einem leeren Stadion das Derby zu spielen. Obwohl, ich würde meinen, ich glaube, wir gewinnen auch so, auch ohne Zuschauer. Ich glaube, da wird... Also die Bundesliga-Saison läuft in diesem Moment auf einer anderen Art und Weise weiter. Nee, aber bleib mal bei der Sache. Wir bleiben mal ernst. Rolf, was ist so dein Szenario, was du dir vorstellst? Ich bin da ähnlich wie Ralf und sage, es gibt halt ein Szenario, was ich mir in dem Sinne wünschen würde und ein Szenario, von dem ich glaube, dass es tatsächlich passiert. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man bis nächsten Sommer quasi aussetzt, um halt wirklich die Ausbreitung dieses Virus halt entsprechend zu verlangsamen, einzudämmen, einen Impfstoff zu entwickeln.
glaube aber auch, dass es am Ende wirtschaftliche Aspekte sind, die dafür sorgen, dass der Spielbetrieb so schnell wie möglich aufgenommen wird. Fast koste, was es wolle. Am Ende geht es dann halt für die Vereine oder für einige der Vereine tatsächlich einfach ums Überleben. Und deswegen glaube ich eher, dass in der Praxis die Saison so schnell wie möglich wieder aufgenommen wird. Ja, also ich kann mich da, glaube ich, meinen Vorrednern nur anschließen. Und also ich glaube, dass sich die Vereine, heißen sie, also seien es die in der zweiten oder auch die in der ersten Liga, können sie es nicht leisten, die Saison vorher zu beenden oder abzubrechen oder welches Szenario auch immer. Also ich glaube, die Saison wird zu Ende gespielt mit Geisterspielen zu 99,7%. Ich glaube, dass es kein Bundesligaspiel mehr geben wird mit Zuschauern diese Saison. Traurig, aber wahr. Ja. Also ich würde sogar so weit gehen, dass bis zum Jahresende keine Spiele mit möglich. Zuschauern stattfinden werden. Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja letzte Woche mich mal mit Rolf Humann bei Instagram eine Runde unterhalten und er hat gesagt, also wenn es nach ihm ginge, würde man die Liga aufstocken auf 22 Mannschaften. Sky würde jetzt die Gelder zahlen und dafür kriegt sie nächste Saison 8 Spieltage mehr Fußball. Also 8x9, wobei sind ja da mehr Spiele, ne? Also 8x11 Spiele. Also das ist schon auch etwas, was man sehen muss. Sky profitiert doch auch vom Fußball. Also in einer gewissen Form solidarisch auch zu seinen Werbepartnern zu sein oder zu dem, was man sponsort oder was man überträgt, finde ich eigentlich auch geboten. Also warum redet keiner über Sky, dass man sagt, ey, es ist ja auch irgendwo euer Betrieb, den wir hier haben. Und wenn die Bundesliga zerbricht, dann verdient ihr im nächsten Jahr auch weniger Geld. Also kann mir das mal jemand erklären, warum das nicht diskutiert wird? Also ich greife jetzt mal einfach vorweg. Ich glaube, dass man das nicht so eindimensionell sehen darf, weil ja da gewisse andere Sender und Formate auch mit drin hängen, wenn ich jetzt in The Zone und Eurosport und vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen denke. Ich weiß nicht genau, wie die da genau verklauselt sind. Aber es ist auf jeden Fall zu einfach, glaube ich, das jetzt auf Sky zu beschränken, oder? Naja, sie sind zumindest der größte Teil von dem Ganzen. Ich meine, The Zone hat jetzt das Problem, da kann man monatlich kündigen und die haben keinen Live-Sport. So, die könnten sich vielleicht mit Dokumentationen irgendwie vielleicht noch so ein bisschen was erhalten und hoffen, dass die Zuschauer weiter irgendwie solidarisch ihre Beiträge zahlen. Aber Sky überträgt ja nun einen Großteil der Spiele. Und da verstehe ich halt nicht, warum man nicht als Sky sagt, okay, wir sitzen zusammen im selben Boot und wir lassen jetzt mal die vierte Tranche raus, dass ihr sozusagen hier nicht sterben müsst. Und wir müssen jetzt alle in Zukunft ein bisschen den Gürtel enger schnallen und denkt euch mal was aus. Und dann macht doch mal eine Liga mit 22 Mannschaften. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht, weil es ja auch heißt, es gibt keine sportlichen Absteiger. Also eine Mannschaft wie jetzt, was ist denn da unten rum? Paderborn, Bremen, Düsseldorf, die haben ja quasi noch eine Chance, sich zu retten. Wären damit gerettet und die Mannschaften, die von unten hochkommen könnten, also in dem Fall wären es ja dann die ersten vier, Bielefeld, Hamburg, Stuttgart und Heidenheim aktuell, die könnte man zumindest mal ein Jahr in der Bundesliga spielen lassen. Und man hätte im nächsten Jahr definitiv ein sehr attraktives Produkt und dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht irgendwelche Witzwettbewerbe im Sommer machen muss oder irgendwelche Testspiele, Länderspiele spielen muss. Also ich meine, das System gab es ja schon mal. Man hat ja 91, glaube ich, die damit zwei Ostvereine in die Bundesliga aufgenommen. Hat man ja auch aufgestockt und hat mal ein Jahr mit zwei Mannschaften mehr gespielt. Hat auch funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, abhängig zu machen, alles von Sky, man muss mal daran erinnern, Sky sind eigentlich die für die Zerstückung dieser Spieltage verantwortlich sind. Also Premiere früher, das Bezahlfernsehen. Die haben dafür gesorgt, dass die mehr Parallelspiele, die mehr Einzelspiele die übertragen konnten, umso zufriedener waren die. Die sind mit eigentlich die Hauptursache, dass diese Spieltage so zerrissen wurden. Gab es ja früher nicht. Früher gab es eine Konferenz. Da liefen alle Spiele parallel, auch am Anfangszeiten von Premiere. Aber irgendwann wurde immer mehr Geld gezahlt und die hatten immer mehr Einfluss auf die Spieltagsgestaltung. Da kann mir keiner erzählen, dass das auch so geplant worden wäre. Nee, die haben diktiert, die haben ihre Gelder gegeben und dafür wurden diese Spieltage
mit Montag spielen und Freitag spielen und Samstag an zwei. Na, Freitag gab es ja früher auch schon, also vor dem Mauerfall ja, und was weiß ich. Ja. Aber für die Zerstückelung ist auch die FIFA unschuldig, dass sie, oder die UEFA, dass sie sich so eine Nations League noch ausdenkt und dann noch hier noch eine Champions League Zwischenrunde und da noch Europa League und also, dass wir von Montag bis Sonntag durchgehend Fußball sehen können, Profifußball, da sind ja alle dran schuld und nicht nur Sky. Also, aber die Frage ist doch am Ende, wo nimmt Sky dann das Geld her, um es zu zahlen? Ich meine, auch Sky hat ja wiederum Werbepartner, wo er wahrscheinlich wieder Geld herkommt. Und auch aus Sky wird ja das ganze Geld nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Also ist ja schön die Idee, dass man sagt, gut, Sky zahlt dann halt schon mal seine Tranche vor, aber wo nimmt Sky dann wiederum das Geld her? Ja, das wäre dann auch wieder die Frage. Ich glaube, am Ende ist es ein ganz, ganz großer Schneeball. Vielleicht nicht die ganze Tranche, aber ein Teil der Tranche. Also, dass man sagt, okay, das Geld muss so vorherkommen. Naja. Das ist halt die Frage. Auf der anderen Seite natürlich auch die Sache, wenn ich jetzt eine Bundesliga mit 22 Vereinen habe, halt entsprechend mehr Spiele habe, mehr Spieltage. Die großen Vereine sagen jetzt schon, wir haben viel zu viele Spiele, die Spieler sind zu stark belastet. Wie gehe ich damit um? Jetzt könnte man sagen, gut, in Bayern München, Borussia Dortmund, die haben einen großen Kader, dann spielt halt gegen Heidenheim halt die zweite Garde und dann wird es wahrscheinlich auch reichen. Lockt das dann jemand hinterm Ofen vor? Ja, oh, da musst du mal Frank Schmidt fragen, ob letztes Jahr im Pokal Bayern die zweite Garde geschickt hat und fast ausgeschieden wäre. Denke ich immer noch gern dran zurück. Aber der Pokal hat ja seine eigenen Regeln. Oh, warte mal, hier. So. Das sind 5 € für den Leven Sobotitz Stiftung. Ja, wer hat denn bei der letzten Runde eigentlich, da musste doch irgendjemand bezahlen, oder? Hast du bezahlt, Max? So, also. Ich schreibe es noch auf meinen Zettel, einen Moment. Ja. 5 € Leven Sobotitz. War das nicht mehr letzte Mal? War das nicht 10? Ist es so? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, also müssen wir uns nochmal den Podcast anhören. Na toll. 10 €. Aber wie geht es euch denn jetzt in dieser fußballlosen Zeit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich so vom Interesse her total entkoppelt. Also mir ist es eigentlich, ich will nicht, dass die Vereine sterben, ja, aber ansonsten ist in der Medienwelt passiert gerade überhaupt nichts, was mich auch nur ansatzweise irgendwie interessiert. Ich finde es sehr, 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 sehr schön, wie einige Sender irgendwelche Formate machen, keine Ahnung, irgendwelche Spiele nochmal von damals zeigen. Sky macht die historische Konferenz. Da passieren ja wirklich liebevolle Sachen, die sich die Fernsehmacher da ausdenken. Und ich weiß auch, dass die ganz schön schwitzen, ja, weil sie nicht wissen, was sie senden sollen. Aber ansonsten, was da auch gerade immer diskutiert wird, die Talksendung Sportstudio, da hat ja jetzt heute jemand geschrieben, redet doch mal bitte über Hopp und seinen peinlichen Auftritt. Das ist ja meine Fresse. Also, wie geht's euch gerade aktuell mit Fußball? Also mir persönlich fehlt tatsächlich schon ein Stadionerlebnis. Also auch die Leute zu treffen, wie Ralf sagen würde, seine Bezugsgruppe, das ist schon ein Erlebnis, was mir fehlt. Also wenn ich jetzt überlege, ich wäre zum Beispiel jetzt am Samstag zum Auswärtsspiel von Hertha gefahren. Normalerweise wäre ich in Leipzig gewesen und hätte mir dort im Stadion tatsächlich das Spiel angeschaut. Ja? Kann man aber für dich eigentlich froh sein, oder? Dass du das nicht erleben musst. Ja, das ist schon eine zweischneidige Sache. Ne? Aber das sind halt Sachen, die jetzt wegfallen. Ne? Auch wieder Bezug, Leute, die man getroffen hätte. Das fehlt mir schon tatsächlich irgendwo. Also das kann ich jetzt nicht verneinen, dass ich jetzt sage, mein Gott, dann findet es halt nicht statt. Also mir fehlt's. Ja, mir fehlt es auch, aber das heißt nicht auch, sondern es ist irgendwie so nebensächlich geworden in dieser ganzen Geschichte, die gerade passiert. Weiß nicht. Es fühlt sich an, als ob das schon ein halbes Jahr her ist, dass das letzte Spiel war. Aber so lange ist es eigentlich noch gar nicht vorbei. Aber weil einfach in dieser Zeit so viele Sachen passieren und die Sachen auf einmal viel wichtiger sind, als Fußball jemals sein kann. Aber auch mir fehlt es einfach, mit den Nachbarn und mit der gesamten Bezugsgruppe im Stadion zu stehen, Bier zu trinken, rumzupöbeln,
ja, gehört ja irgendwie dazu. Irgendwie war es immer so, man hatte da Woche gearbeitet und am Wochenende stand ein Termin an. Der Termin hieß entweder Alte Försterei oder halt sonst wo. Aber das fehlt so ein bisschen. Aber da wir aktuell andere Probleme haben, ist das doch arg im Hintergrund gerückt. Vielleicht da ganz kurz reingegrätscht. An der Stelle würde ich ganz gerne Pep Guardiola kondolieren. Denn tatsächlich ist seine Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich infolge einer Covid-19-Erkrankung jetzt verstorben. Ja, habe ich heute Nachmittag auch gelesen. Ja. Herzliches Beileid. Ja, und während wir hier schnattern, wurde Boris Johnson in die Intensivstation. Habe ich auch gelesen gerade, war so eine Push-Nachricht rübergebracht. Ach so? Ich dachte, das klang so nur vorsorglich in die Klinik gebracht. Nee, der war in die Klinik gebracht, weil er immer noch Fieber hat, aber jetzt ist er wohl in die Intensivstation gebracht worden. Oh. Also das ist echt eine Sache, die richtig krass ist. Also ich kann es ja sagen, weil er es selber auch öffentlich gemacht hat. Unser guter Freund von unserem Podcast, Oliver Forster, der hat sich auch mit dem Covid-19-Virus, mit dem SARS-CoV-2-Virus angesteckt und hatte auch ganz schwere Symptome. Wie er im Interview mit der, Pforzheimer Zeitung, glaube ich, gesagt hat, seit 1980 hat er keine Medikamente mehr genommen. Der hat allerhöchstens ab und zu mal eine leichte Grippe gehabt, aber die Symptome waren jetzt so schwer, dass er tatsächlich vollkommen außer Gefecht war. Ich hatte ihm vorletzte Woche geschrieben, ob wir mal wieder ein bisschen schnattern wollen, und dann sagt er, ich liege hier mit Fieber im Bett, ich hab's wahrscheinlich. Ich so, oh, bitte nicht, und wir drücken dir mal die Daumen. Und jetzt am 1. April hat er dann den Test bekommen, ausgerechnet am 1. April, der dann positiv war, aber er sagt selber, er ist über dem Berg und ist halt immer noch total erschöpft und so, aber der kommt darüber und empfiehlt allen Leuten, nicht zu vergessen, fröhlich zu bleiben. Und ja, das rückt so näher an einen. Ich weiß nicht, wie gesagt, Ralf, du hattest das ja bei dir auf Arbeit schon jemanden, der daran erkrankt ist. Ich weiß nicht, ob ihr beide, Max und Rolf, ob ihr schon irgendwie was gehört habt, irgendjemanden kennt, der daran erkrankt ist oder schlimmer? Zum Glück nicht. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Also auf der Arbeit gab es eine Kollegin, die war ein Verdachtsfall, ist deswegen halt in häusliche Quarantäne gegangen oder geschickt worden, aber sonst weiß ich von nichts, außer Familie nichts, von Freunden nichts, bin ich auch ganz froh drüber. Bei mir auch tatsächlich nur im entfernten Umfeld eine Arbeitskollegin von einem Freund quasi, die war im Skiurlaub in Österreich, die hat es tatsächlich von da mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob es direkt der Hotspot war, Ischgl, aber sie war auf jeden Fall in Österreich im Skiurlaub. Aber näher zum Glück nicht. Also am Ende möchte man sowas, glaube ich, auch nicht haben, aber man wird es wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie kriegen. Ich finde es halt krass, dass halt Leute auch schwer erkranken, die keine Vorerkrankung haben. Also dass sowas auch mit dabei ist, und das macht es halt irgendwie gefühlt zu einer Lotterie. Die meisten Leute haben sanfte Symptome und kommen da irgendwie durch, und die Leute, die sterben, haben oft Vorerkrankungen gehabt, aber eben halt auch Leute, die keine Vorerkrankungen haben. Und da denke ich mir immer so, als Teenager hatte ich mal so bronchiales Asthma, so 1-2 Jahre, und dann war das auch wieder weg. Aber so, mein Vater hatte 2 Herzinfarkte und der hat auch immer Luftknappheit, und mein Opa hatte Lungenkrebs und so eine ganze Nummer. Und da denkst du auch so, Mensch, ja, wenn ich jetzt kriege, wie so ein Krankheitsverlauf sein kann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verdränge das halt die meiste Zeit des Tages und mach mir da keine Angst so. Nee, ich auch nicht. Aber der Kollege, dem ich damals im Meeting war, der war dann erkrankt, das ist auch ausgebrochen. Allerdings ist er jetzt wieder gesund und geht auch wieder arbeiten. Aber wir haben noch einen zweiten Kollegen auf Arbeit, den es umso schwerer getroffen hat. Innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube 2-3 Tagen, Intensivstation und Koma. Und das ist schon arg. Also, dass es dann auf einmal jemanden so umwirft, also so extrem. Also ich glaube, innerhalb von 2-3 Tagen, aber waren es, genau weiß ich nicht, ich glaube 3 Tage von Symptomen und Intensivstation. Und da sind wir noch im Koma. Boah.
Das ist schon heftig. Darf ich fragen, wie alt er ist? Oh, weiß ich nicht genau. Ich glaube Ende 50. Also okay. Genau weiß ich nicht. Okay, also auch weißt du auch nicht, ob der irgendwie Vorerkrankungen hatte oder sowas? Nee, weiß ich nicht. Nein. Also gab es dann auch Probleme mit den Nieren und also diese Folgeerscheinung dann, wenn eine Krankheit, wenn einmal die Organe angegriffen wären, und das ist da kann man nur hoffen, dass der Kälchen einem vorbeigeht, beziehungsweise so wie es bei den meisten aktuell oder bei vielen der Fall ist, vielleicht hat man es und hat es gar nicht bemerkt und ist glimpflich ausgegangen. Hattet ihr schon mal eine schwere Grippe? So richtig schwer, dass ihr dachtet, boah, ich bin jetzt mal wirklich für 2 Wochen komplett außer Gefecht gesetzt mit allen drum und dran? Nee. Also, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich hatte 2013 mal den Fall, dass ich mir damals eine Grippe eingefangen habe und wie halt so eine Grippe oft anfängt, so dass man halt so Unwohlsein und dann auf einmal kommt halt so Schüttelfrost und ich habe tatsächlich nächtelang dagelegen, so im Schüttelfrost und mit hohem Fieber, also 39 Grad war so permanent so die Temperatur, aber dann halt so Appetitlosigkeit, wahnsinnige Appetitlosigkeit, also meine damalige Freundin hat mir eine Pizza gebracht, meine absolute Leibspeise, ja, hat die mir hingestellt, ich hab einmal reingebissen, ich habe überhaupt keinen Appetit gehabt, also ich frage mich heute jetzt, wo es jetzt diese Coronavirus-Geschichte gibt, was war denn das damals? Ich habe damals einfach gedacht, es war eine Grippe oder so, aber keine Ahnung, es war heftig. Also ich habe da wirklich gelegen und dachte, boah, ich komme auch nicht in den Schlaf. Das war richtig, richtig, richtig krass. Ich denke, da sieht man halt auch ganz schnell, wie wichtig es halt ist, die Krankenhauskapazitäten halt nicht ans Limit zu bringen. Also nicht noch mehr ans Limit, als es wahrscheinlich eh schon ist. Weil spätestens wenn Leute dann im Koma liegen oder ins Koma versetzt werden oder beatmet werden müssen, da hast du halt nicht die riesigen Kapazitäten, weil das bindet natürlich auch ganz viele Leute. Und natürlich auch Gerätschaften und da ist es halt aus meiner Sicht schon wichtig, dann den Abstand zu wahren, um halt es den Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, halt nicht noch schwerer zu machen, als sie es eh schon haben. Ja, eben mit dem Wissen, mit dem allen, was wir, wie man heute versucht, mit der Krankheit umzugehen, ist man eigentlich fahrlässig, wenn man den Fußball wieder spielen lässt. Das kann man eigentlich nicht bringen. Das mit dem Wissen, was man jetzt schon hat über den Krankheitsverlauf und diese Ansteckungsphasen, da kann man eigentlich nicht in einem Monat sagen, ja, wir lassen den Ball wieder rollen. Das ist für mich auch unvorstellbar. Eigentlich ist es für mich persönlich unvorstellbar, bis nächsten Sommer überhaupt Fußball zu spielen. Also wenn es nicht diese Notwendigkeit gäbe wegen des Geldes. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Es gibt keine Impfstoffe, es gibt keine Medikamente, es gibt nichts. Es gibt noch nicht mal Antikörpertests gerade, es gibt zu wenig Tests zum Testen. Wie kann man, also bis auf, wenn es diesen Faktor Geld nicht gäbe, gäbe es überhaupt keinen Grund, bis nächsten Jahr im Sommer irgendwie irgendeine Form von Sport zu treiben, irgendwelche Konzerte zu machen oder in Urlaub zu fahren oder ja, also ich Mikrofon fällt runter. Ich kann es mir tatsächlich echt im Moment null vorstellen. Dann finde ich es halt einfach krass, wenn man jetzt überlegt, wie könnte man das denn machen? Und irgendeine Taskforce hat das Gedankenspiel, naja, wir lassen mal jetzt die Spieler quasi in so einer isolierten Welt leben alle 3 Tage werden sie getestet und dann spielen die Mannschaften irgendwie gegeneinander. Also das ist ja wie Big Brother, so die in isolierten Welten mit Fußball dazwischen. Und dann müssen die ja trotzdem noch hin und her fahren und dann haben sie trotzdem irgendwie Kontakt zur Außenwelt. Also das ist so absurd, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wirkt absolut absurd und da wird plötzlich der Fußballspieler noch mehr zur Ware, als er jetzt eh schon ist. Also schon sehr absurd. Auch mit den Tests. Ich glaube, in der Formel 1 war es, dass einer bei da haben wir sie wieder mit bei Red Bull. Ja, ich habe davon auch gehört, dass ein Red Bull, ich weiß nicht genau, wer es war, ob es der Chef war, der Christian Horner oder, nee, der war das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist Mateschitz. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich es nicht genau weiß. Aber der hat vorgeschlagen, dass man doch eine gewisse Anzahl von Fahrern ganz bewusst infizieren sollte. Darauf wolltest du hinaus, oder? Genau.
Und dass man die dann alle infiziert, weil dann sind ja alle infiziert, dann können sie auch rennen gegeneinander. Derjenige darf bitte anfangen, der so eine Sachen sich ausdenkt. Ja, ist echt krank. Also, aber ich wollte ganz kurz zum Thema Fußball noch eine Anmerkung bringen. Ich habe in der Sportschau den Beitrag gesehen, dass in Weißrussland tatsächlich aktuell nach Fußball gespielt wird. Und zwar auch mit Zuschauern. In Weißrussland sagt man ja auch, dass das Virus kann man nicht sehen. Was soll denn der Scheiß? Es gibt kein Virus. Und in Tatsch- Ach, hast du gesehen. Okay. Ja, und auch Eishockey wird da noch ganz brav gespielt und so. Und in Tadschikistan... Auch in Australien wird noch Fußball gespielt. Nee, nicht mehr mittlerweile in Australien. Ich glaube nicht mehr. Oh. Also ich weiß auf jeden Fall, in Tadschikistan steht es unter Strafe, das Wort Coronavirus überhaupt zu sagen und von der Krankheit zu sprechen. So wird das dort ignoriert. So wird es in Tadschikistan gemacht. Ich glaube, die reiten auch immer noch auf Pferden und ja, komisch. Ja, es ist ein Polo. Es ist echt, ich finde es so echt abgefahren, als wir ein bisschen mehr als einem halben Jahr diese Saisonvorschau gemacht haben. Da haben wir uns noch überlegt, Mensch, wer kommt auf Platz 1, wo landen die alle, die Tipprunden haben alle angefangen, auch hier die Jungs von Kicktipp und so, ja, da lockt sich ja im Moment kein Mensch ein und guckt da mal rein und tippt und das ist so eine unvorstellbare Sache mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, wie das jetzt über uns alle gekommen ist. Mich macht das tatsächlich jeden Tag wirklich sprachlos. Ich will euch mal fragen, wie nehmt ihr denn so die ganzen Maßnahmen wahr, die jetzt angelegt sind, um hier Flatten the Curve voranzubringen? Nehmt ihr das wahr, dass die Leute das ernst nehmen oder findet ihr, die Leute halten sich nicht genug daran? Na, ich muss sagen, ich wohne hier direkt an der Wuhlheide, also direkt 100 Meter gegenüber dem Wald. Wenn ich früh mit dem Hund rausgehe, wundere ich mich, wer heutzutage alles stockt. Also das war vor der ganzen Pandemie nicht der Fall, dass ich früh um 7 schon so viele Jogger im Wald getroffen habe, denen jetzt einfällt, ups, jetzt ist der einzige Grund, war ohne Hund, weil Hunde verborgt man sich ja mittlerweile, damit man rausgehen darf, wenn man Grund hat. Die kennen auch keinen, der einen Hund hat, also müssen die joggen gehen. Ich muss sagen, am Wochenende, es war einfach knackenvoll da im Wald. Also aber muss man sagen, man hielt sich mehr oder weniger dran. Also alle liefen einigermaßen im Abstand. Wenn sie irgendwo gesessen haben, hatten sie auch Abstand. Also so weitestgehend, was man so überblicken konnte, haben sich die Leute dran gehalten. Würde ich auch sagen. Also wir wohnen hier auch am Stadtrand. Das heißt, wir haben hier super viel Wald und andere Spazierwege um die Ecke. Und da wird dann halt die Seite gewechselt, wenn jemand von vorne kommt oder wenn man Ältere überholt oder so. Und ich nehme das auch wahr mit den Fahrradfahrern und mit den Joggern, was du erzählt hast, dass das extrem zunimmt und ja, dass man Leute dabei beobachten kann, die vielleicht sonst vor 8 Wochen nicht freiwillig gejoggt werden. Also ich nehme das tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich wahr. Ich merke zum einen, dass Leute es irgendwie nicht hinbekommen, Abstand zu halten. Man muss die Leute teilweise in Supermärkten jetzt dazu zwingen, mit Einkaufswagen reinzugehen, damit man Abstand generiert, weil es Leute einfach nicht hinkriegen. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln erlebe ich es immer noch, dass es Leute nicht hinkriegen. Wobei es schon besser geworden ist, muss man ganz klar sagen. Natürlich auch, weil die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich leerer geworden sind. Also selbst im Berufsverkehr ist jetzt kaum jemand unterwegs, der nicht unterwegs sein muss. Ich erlebe aber zum Beispiel auch gerade nachts, dass sich Leute in gewissen Gruppen tatsächlich immer noch treffen und versammeln. Also ich habe es jetzt schon erlebt, dass Leute zu dritt, viert, fünf, sechs irgendwo rumstehen und Blödsinn machen. Ich möchte nicht wissen, was eventuell auch in Wohnungen zum Teil noch passiert, weil Leute einfach die ganze Sache nicht ernst nehmen. Ja, also so im Großen und Ganzen habe ich das jetzt auch wahrgenommen. Ich habe jetzt schon gestern im Park gesehen, als ich mal dann eine Runde spazieren war am Nachmittag für eine Stunde, dass da, also auf einmal gibt es WGs,
die dann zusammen auf einer großen Decke sitzen, ja, die dann zusammensitzen dürfen, wenn sie eine WG sind, aber wer will es denn kontrollieren, ja, ob die zusammen wohnen. Und Mütter mit ihren Kindern und dann sind da zwei Mütter und die haben insgesamt 6 Kinder und die spielen alle zusammen, wo ich denke, die haben echt den Schuss nicht gehört. Es kann echt nicht wahr sein. Und oder Leute, die einem dann doch relativ nahe kommen. Also ich meine, der Weg ist groß und breit im Park, bei uns da im Victoria Park. Und wir laufen schon so wirklich wie nach der Straßenverkehrsordnung rechts. Und dann laufen so Leute total in der Mitte auf einen direkt zu. Und man muss echt so auf einmal hintereinander laufen. Oder an so Baustellen auf dem Bürgersteig. Da passt halt nur einer normal durch und dann sehen die Leute, okay, da ist schon einer in dieser schmalen Gasse, da warte ich doch eigentlich, ja, die 10 Sekunden und dann laufe ich durch und dann, nö, die müssen trotzdem durch und man selber hat, also geht's mir, keinen Bock, die Leute dann anzupumpen, weil man dann als so der Blöde dasteht, aber also ich finde es persönlich, mir gehen die Maßnahmen fast gar nicht weit genug, also dass in Parks sich die Leute dann türmen und also auf der einen Seite möchte ich... Am Ende muss man auch gucken, weil ich meine, wir haben halt auch eine gewisse Menge an Grundrechten und da müssen wir halt auch echt aufpassen, dass wir die nicht plötzlich einbüßen. Und ja, am Ende leiden alle darunter, dass einige Sachen falsch machen. Und es ist schwierig. Es ist aus meiner Sicht schon ein Drahtseilakt. Und da gibt es kein Schwarz, kein Weiß, richtig, falsch. Man muss das aber wirklich auch unter Beobachtung halten. Und aus meiner Sicht muss auch jede Maßnahme, die irgendwo getroffen wird, durchaus kritisch hinterfragt werden. Ist das wirklich notwendig? Also man sollte so eine Maßnahme nicht einfach so abnicken und durchwinken, dass bestimmte Sachen am Ende notwendig sind. Mhm. Auch das ganz klar, aber man muss auch die einzelnen Maßnahmen definitiv kritisch hinterfragen. Naja, also da gibt es ja eine ganz einfache Faustregel. Wenn die Maßnahmen zu viel waren, also man weiß ja im Moment noch viel zu wenig über das Virus, wie es sich verhält, wie es auch übertragen wird, ob es nun wirklich auf Oberflächen drauf bleibt und wenn ja, wie lange und was bringen diese Masken und so. Und wenn eine Maßnahme zu viel ist, kann man immer sagen, ja, war zu viel. Aber hätte man sie nicht getroffen und dann wären ganz viele Leute krank, dann kann man sagen, dann hätten wir doch mal die Maßnahmen gemacht. Und das ist, glaube ich, für die Leute, die das entscheiden, gerade mit, wie gesagt, mit einer Krankheit, die keiner kennt, wo es auch keiner von uns hat jemals eine Pandemie mitgemacht. Ich finde es im Moment, ich persönlich bin sehr zufrieden mit den Maßnahmen, wie sie getroffen werden. Ich wünsche mir bloß nur, dass sie ein bisschen konsequenter eingehalten werden, dass die Leute auch ein bisschen an andere denken. Also dass es zum Beispiel ältere Leute gibt, die man treffen kann auf der Straße oder im Treppenhaus. Wenn die krank werden und sich anstecken, dann haben die unter Umständen ganz schlechte Chancen zu überleben. Und da frage ich mich manchmal auch so, haben die Leute nicht begriffen, was das bedeutet, was das für Ausmaße nehmen kann? Und, also am Ende kann ich tatsächlich sagen, dass auch die Leute unabhängig von der Altersgruppe sehr uneinsichtig sind. Also ich habe schon durchaus jüngere Leute gesehen, die uneinsichtig waren. Ich habe aber auch tatsächlich schon alte Leute gesehen, die uneinsichtig waren. Also es ist aus meiner Sicht nicht mal nur eine Frage des Alters. Mhm. Aber was die Maßnahmen angeht, also aus meiner Sicht, man muss aufpassen. Also guckt man zum Beispiel nach Ungarn, also da kommt die Pandemie ja quasi gerade wie gerufen, um bestimmte Sachen durchzuwinken, um jetzt quasi dort eine Diktatur aufzubauen. Also, und deswegen sage ich, sollten wir hier in Deutschland schon vorsichtig sein. Also ich glaube nicht, dass sowas wie in Ungarn bei uns so schnell passieren kann. Aber man sollte so eine Sachen immer auch kritisch mit betrachten. Definitiv. Dazu fällt mir ein, dass ich mit einem Fußballtrainer hier gesprochen habe, der noch Familie hatte in Italien. Und der meinte, dem habe ich letzte Woche ausführlicher gesprochen, der meinte, die Maßnahmen in Italien kamen eindeutig zu spät. Und der ist ganz froh, dass die hier in Deutschland vielleicht ein Stück weit konsequent oder viel konsequenter sind als in Italien und auch zur richtigen Zeit kamen. Und in Italien hat man leider den Moment verpasst, meinte er. Und deswegen sind die Italiener da jetzt so in der Situation, wie sie in der Situation sind. Und deswegen finde ich die Maßnahmen vollkommen okay, wie sie jetzt sind. Und ja, die Sensibilität ist hier
vorhanden, würde ich ganz, ganz, ganz allgemein sagen. Allgemein, ja. Oh, da hat jemand jetzt ein Foto gemacht. Na, ist ja toll. Ja, also grundsätzlich bin ich auch froh, dass ich in Berlin lebe. Ich sage jetzt ganz speziell auch Berlin und nicht nur Deutschland, weil ich glaube, in Berlin haben wir eine gute Infrastruktur mit den Krankenhäusern. Wir haben tatsächlich auch noch sehr viele Intensivbetten, die frei sind. Also wir haben gute Ärzte in der Stadt und ja, das Angebot in Berlin trotz Shutdown, den wir jetzt gerade mehr oder weniger haben, ist ja immer noch relativ groß. Also wenn ich hier bei mir rausgehe, es gibt hier zig Restaurants und Eisdielen, die immer noch anbieten, dann halt to go und so, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in irgendwie, keine Ahnung, Bad Salzuflen hängen und da ist ja nun wirklich nichts los, ja, was willst du denn da machen? Also da ist, glaube ich, richtig Totentanz und da ist eh schon Totentanz. Ja, da haben wir das Glück, in der Großstadt zu wohnen. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch die Frage, so wie geht jeder einzelne Laden damit um? Also ich kenne natürlich auch Lokale, die da Schwierigkeiten haben. Also ich meine, jetzt als Restaurant hast du den Vorteil eventuell, dass du in irgendeiner Form außer Haus to go hinkriegst, aber das kriegt wahrscheinlich auch nicht jeder hin. Und dann hast du auf der anderen Seite ja Lokalitäten wie zum Beispiel Kneipen, die ja da gar keine Möglichkeit haben, die jetzt einfach zu sein müssen. Weil es gibt halt einen Schankbetrieb, der findet im Gebäude statt. Also da gibt es kein Beer to go in der Kneipe. Oh, da habe ich aber. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine Aktion bei Hertha, ne? Also von der Tanern, ne? Um da Hertha-Kneipen zu retten und zu unterstützen. Wie heißt die? Da hast du mir jetzt gerade direkt mal wieder einen reingelegt. Also ich habe aber, um kurz da eine kleine Fußnote zu setzen, gestern haben wir uns bei unserem Späti, der Gott sei Dank noch auf hat, haben wir uns auch einen Fußpilz geholt und draußen ist ein Aufkleber Hertha-Fans gegen Leichtbier. Finde ich richtig gut. Aber hier bei uns im Kiez, direkt in der Straße vor meiner Nase, da gibt es an der Ecke ein ganz neu eröffnetes Lokal, eine kleine Bar, und die bieten tatsächlich einen Drink to go an. Also man muss vielleicht auch ein bisschen erfinderisch sein. Die wirtschaftliche Situation ist für die Eckkneipen oder für die Kiezkneipen natürlich umso dramatischer als für andere Restaurants oder Gaststätten. Denn ich glaube, was Heuschrecken in den letzten Jahren nicht geschafft haben, die Kieze leer zu räumen mit solchen, mit Berliner Originalen, das schafft jetzt dieser scheiß Virus. Und da habe ich echt die Angst, dass danach, wenn wieder irgendwas aufgemacht werden kann oder aufgemacht werden darf, die Hälfte von diesen Eckkneipen nicht mehr da ist. Weil wir haben ja bei Union auch einige Stammtische, den Twitter-Stammtisch zum Beispiel. Wir treffen uns immer im Panenka. Das ist natürlich eine reine Sport- und Kneipe, Kids-Kneipe, wo wir alle die Daumen drücken, dass das Panenka diese Zeit irgendwie übersteht. Gibt es da irgendwelche Hilfeaktionen für das Panenka von euch? Aktuell noch nicht. Überlegen, da was zu tun. Jetzt kam hier zum Beispiel Kevin Kühnert hier mit der Aktion Kneipenretter. Glaube ich, das ist eine coole Idee, der Kiezkneipe um die Ecke irgendwie unter die Arme zu greifen. Also ich glaube schon, dass es jetzt in nächsten Zeiten einige Aktionen geben wird. Ich meine, klar, ich habe es auch von Hertha gehört, dass die da für ihre Fankneipen da wir saufen für St. Pauli. Heute sauft man wahrscheinlich für Hertha. Bei Hertha heißt es halt Hertha-Kneipe, beziehungsweise Aktion Hertha-Kneipe, ist jetzt das Wochenende angelaufen mit dem Kugelblitz im Wedding. Da ist gesammelt worden, ich glaube, es sind so 1.500 Euro jetzt zusammengekommen über das Wochenende, weil ich schon eine stramme Summe finde für so eine kurze Zeit. Geht nächstes Wochenende dann auch mit dem nächsten Lokal weiter. Und so eine Aktion, so eine Solidaritätsaktion sind ja gut. Ich meine, da muss ich jetzt auch wieder an Martin denken, ne? Ist zwar keine Kneipe, aber trotzdem eine Lokalität, die er da mitretten möchte, das Posch Tackle. Ja, genau. Und so eine Solidaritätsaktion sind aus meiner Sicht halt wichtig, dass man da wieder zusammenfindet und einfach den Zusammenhalt herstellt.
um sich halt gegenseitig in der schwierigen Situation auch zu unterstützen. Aber da bin ich jetzt mal ein bisschen pessimistisch. Also wir, also gerade mit dem Postecke, wo ich auch wahnsinnig gerne helfe, die haben eine Aktion gehabt, da haben sie innerhalb von, glaub, 2 Tagen fast 2.500 Euro zusammengekriegt. Ich habe eine Live-Platte eingespielt, hier mit Livestream und so und dann bei Soundcloud hochgeladen. Das ist alles schön und gut, aber wer weiß, wie lange das jetzt dauert. Also wir können jetzt vielleicht so einen Laden mit einer Miete mal 1 Monat retten und so. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, 2 Monate. Aber auch die Leute, die jetzt Geld spenden, die müssen ja auch mal gucken, ob sie ihre Jobs behalten. Also es ist ja nicht so, dass alle in systemrelevanten Berufen oder in Getränkemärkten, so wie Icke, arbeiten. Aber ganz viele Leute verlieren gerade auch so ihre Existenz oder kommen in Kurzarbeit. Also ich sag mal so, diese Geldquelle ist auch nicht unendlich, die da existiert. Und es muss eher aus einer anderen Stelle kommen, nämlich die Leute, die wahnsinnig viel Geld haben, die sehr, sehr viel auch profitieren in unserem Land von dem Reichtum und dass die Leute einkaufen können und hier ihr Geld lassen, dass man auch von den Unternehmen und auch von den Millionären und Milliardären in unserem Land einen Beitrag einfordert, der in die Infrastruktur der Städte kommt. Ich habe ganz viele Leute, Kunden in meiner vorletzten Firma gehabt, die haben in Berlin-Mitte sich so eine Townhouses gekauft. Ja, und so ein Ding kostet einfach mal ein paar Millionen Euro, um da so eine Hausspalte in Berlin-Mitte in der besten Lage beim Außenministerium sich zu kaufen. Und die Leute profitieren davon, dass sie in eine Infrastruktur hineinziehen von einer Stadt, wo ganz viele Läden sind, Cafés, Kultur, Konzerte, Bars, Theater, Geschäfte, bum, bum, bum. So, und jetzt wird alles zugemacht und die müssen auch ihren Anteil, finde ich, dazu beitragen. Und wenn sie dazu verpflichtet werden müssen, ja, und da wünschte ich mir von der Politik doch eine etwas entschlossenere Herangehensweise, weil auf der ganzen Welt ist Corona. Also die Leute können jetzt nicht in irgendwelche Länder flüchten, wo die Infrastruktur für sie wieder da ist. Und nicht nur die kleinen Leute, dass die immer alles retten, die eh schon wenig haben. Auch ein Phänomen übrigens, was interessant ist. Mhm. Aber da wird ja sofort wieder Enteignung geschrien, ja. Und Sozialismus und ist ja furchtbar. Der ist der gute Kumpel, Kommunismus und genau, das kommt dann wieder auf, wo es eigentlich ja am Ende nur um Solidarität geht und zusammenzuhalten. Ja, du, aber das ist ja. Das ist am Ende ist es aus meiner Sicht eine Zerreißprobe. Jetzt fürs Land, für Europa, wahrscheinlich sogar für die ganze Welt, um jetzt einfach zu gucken, wo sitzt der Egoismus und wo ist jetzt vielleicht auch der Gemeinschaftsgedanke da und stärker als der Egoismus. Na, die Frage ist ja auch, wie haben wir denn vorher alle gelebt? Ja, also und auch die Bundesliga, Fußball, alle, ja, die jetzt ganz tief stürzen. Die haben alle auf sehr großem Fuß gelebt und jetzt auf einmal fallen wir ganz hart auf den Boden und müssen halt gucken. Wie gesagt, und ich als Individuum, ich habe hier gespendet, ich habe da was gemacht, ich habe hier was gespendet, ich habe da ein Abo abgeschlossen, ich habe hier noch ein Abo abgeschlossen. So, aber irgendwann ist auch mal Schluss, irgendwann ist auch meine Quelle leer, ja, und dann kommt da nichts mehr raus. Mhm. Und Also, ja, es wird so sein wie immer, dass sich die Gedanken machen, die das eigentlich nicht leisten können. Und die versuchen zu helfen, die eigentlich selber nicht viel haben. Das kriegst du jetzt mit bei den ganzen Aktionen, sei es jetzt Kiezhelfer oder Kneipenretter. Es sind doch die sich Gedanken machen, denen das was wirklich bedeutet. Und das sind ja nicht die das viele Geld haben. Und das ist eigentlich das Dramatische dran, dass die das Geld haben, nicht den Arsch in der Hose haben, einfach mal was zu tun. Und in dem Zuge finde ich das übrigens richtig pervers, wie die Spieler aus der Premier League sich verhalten. Die Vereine einigen sich, dass die Spieler auf 30% ihres Gehaltes verzichten sollen. Und dann sagt die Spielergewerkschaft in England, nee, die Spieler wissen, dass mit ihren Geldern das Gesundheitssystem mit unterstützt wird. Und deswegen verzichten sie nicht auf Gehalt. Wo ich denke, also, haben die irgendwie ein Ding am Kopf? Also das ist zynisch bis zum Get-No. Also, dass die Spieler, die dort spielen, die verdienen so viel Geld, so verdammt viel Geld und dass die nicht willens sind, wie in anderen Ländern auch, auf Teile ihres Gehaltes zu verzichten. Aber geht es da nicht im Zirkelschluss um Steuereinnahmen? So habe ich es zumindest gelesen. Ja, je mehr Geld die verdienen, desto mehr Steuer müssen sie zahlen und
Habe ich falsch verstanden? Ja, du, das mag doch sein, aber dann sollen sie doch bitte schön den Teil aus ihrem Gehalt spenden, der ihrer Steuerlast entspricht. Ja. Okay. Ja, dann geht der Steuer nichts verloren und die können trotzdem auf Teil ihres Gehaltes verzichten. Also ich verstehe, wenn es dann Wille gäbe, aber ich glaube, diese wahnsinnigen Summen, die da in England laufen, machen die Leute auch irgendwie verrückt. So, jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. Ja. Ich meine, Wayne Rooney meinte, er würde halt nichts abgeben oder er kann verstehen, dass Leute nichts abgeben, weil sie halt nicht wissen, wie ihr Geld dann verwendet wird. Wo ich mir denke, was du ja auch gerade gesagt hast, na gut, dann spende doch einfach das Geld dahin, wo du dann weißt, wo es ankommt. Ne? Wo du sicher sein kannst, dass es an der richtigen Stelle landet. Genau, jeder wird verpflichtet. Die Entscheidung hast du doch dann. Irgendeine Organisation sich zu suchen, irgendetwas zu suchen, was er unterstützen kann. Hauptsache, er verpflichtet sich, etwas zu tun. Ja, und wer das nicht macht, der wird von der Liga sanktioniert oder so. Keine Ahnung. Um Geld zu verdienen, sind die Jungs doch auch immer sehr, sehr erfindungsreich. Jetzt sollen sie auch mal, um die Spieler zu bestrafen, an der richtigen Stelle erfindungsreich sein. Naja, wie gesagt, ich rede mich um Kopf und Kragen wieder. Ist vielleicht doch mal ein Thema extra, würde ich sagen. Mag sein. Also es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen. Es wird einen Marshallplan, wenn man mal die Geschichte will, es wird einen Marshallplan für Europa geben müssen. Weil nach dieser ganzen Krise wird nichts mehr so sein, wie es vorher mal war. Es wird kein Stein auf dem anderen stehen, also wirtschaftlich gesehen. Wir werden wieder, wenn nicht bei Null anfangen, vielleicht hat Deutschland da noch bessere Voraussetzungen als manche andere Länder, aber es wird nicht umhinkommen, dass es so eine Art Marshallplan gibt, der einfach mal die Wirtschaft wieder von unten her aufbaut. Das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort, oder? Aber am Ende ist das Ganze doch auch eine Chance, die sich uns bietet. Also, was ich am Anfang sagte, Digitalisierung, endlich mal so ein bisschen Internetausbau zum Beispiel, auch andere Formen zu finden, was du auch zum Beispiel gesagt hast, Martin, Konzerte so, die können in klassischer Form aktuell nicht stattfinden. Na gut, dann wandert es halt in gewisser Form erstmal ins Internet. Hm. Also ich sehe da halt durchaus auch ganz viele Chancen, die sich jetzt uns bieten, die wir jetzt auch mal packen sollten. Also so schlimm wie die Situation ist, glaube ich, haben wir hier ganz, ganz viele Chancen. Ja, optimistischer kann ich jetzt auch nicht werden. Nee. Was machen die Ruhrnachrichten? Da brechen ja bestimmt auch die Print-Erzeugnisse wahnsinnig zusammen, oder? Also du meinst inhaltlich, dass wir weniger Seiten produzieren? Ja, die Leserschaft, dass ihr weniger Zeitung verkauft. Unabhängig des Virus? Nee, jetzt gerade durch das Virus. Also ich kenne die Zahlen tatsächlich aktuell nicht. Deswegen kann ich dazu nichts konkret sagen. Ich kann dir nur ganz konkret vom Sport sagen, dass wir natürlich weniger Seiten produzieren, weil ja weniger Live-Ereignisse oder Sportevents stattfinden. Wir sind aber tatsächlich gar nicht so krass runtergegangen mit den Seiten, weil wir halt viele andere Geschichten machen, viele Porträts und viele Vereinswechsel jetzt für den Sommer im Fußball. Und deswegen, wir haben noch genug Geschichten. Also tatsächlich hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Zu Auflagenzahlen kann ich Ihnen nichts sagen, weil wir auch mittlerweile online first unterwegs sind. Und wie ist es beim Tagesspiegel? Naja, die wirtschaftliche Lage über den Anzeigenverkauf ist natürlich dramatisch eingebrochen. Ist ja klar, wenn die Wirtschaft nichts mehr verkaufen kann, warum, für was sollen sie werben? Insofern ist die Situation schon nicht einfach. Also es ist schon hart an der Grenze. Es ist schon schwierig geworden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Tagesspiegel jetzt groß sein Umfang. Es ist weniger Umfang mittlerweile, klar. Aber auch vieles eben, wie Max sagt, durch den Sport bedingt, weil es passiert gerade eben nicht im Sport. Also brauchen wir da keine zwei Seiten oder drei Seiten. Aber es sind dramatische Einbrüche am Werbemarkt. Egal jetzt. Ich meine, klar, die Abos teilweise steigen, weil die Leute Informationen wollen und online kaufen oder E-Paper kaufen oder auch das Printprodukt noch kaufen. Erstaunlich. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass es einen Verdruss gibt, dass die Leute auch irgendwie jetzt langsam satt werden von Corona und die Nachrichten nicht mehr lesen wollen, weil sie frustriert.
Also ich habe wahrgenommen, dass, also wir sind ja unglaublich im Lokalen aktiv, also wir haben ja gar nicht jetzt so wie Berlin, dass wir uns irgendwie auf eine Stadt fokussieren, sondern wir haben ja eher verschiedene Lokalausgaben. Und da habe ich so die Quintessenz mitgenommen, dass die Leute unglaublich in dieser Zeit auf den Lokaljournalismus sich fokussieren, weil sie da die Quelle für am vertrauenswürdigsten halten. Und dann lesen sie halt den Blog in der Lokalzeitung in Ahaus, wo ich davor war, das ist da an der holländischen Grenze, eher als sich in der Tagesschau das Allgemeine anzuschauen. So ist mein Eindruck in letzter Zeit. Mhm. Würde ich ähnlich bestätigen für Berlin. Also dieser Drang nach Informationen, nach lokalen Informationen ist einfach immens mittlerweile. Ob das jetzt online ist, ob das im Print ist. Die Zugriffszahlen im Online gehen extrem nach oben. Ja. Klar, weil man eben schnell Informationen haben will. Tagesspiegel hat so einen Corona-Blog mit seriösen Nachrichten, was sich natürlich von anderen unterscheidet, die halt, gibt ja so die große, die Zeitung mit den vielen großen Buchstaben, wo nicht jede Information unbedingt seriös ist, aber der Drang nach seriösen Nachrichten ist eben da. Und das merkt man. Hm. Ja. Ich würde jetzt mal zum Ende kommen. Also, wenn, ich glaube, Max, du musst doch wieder deinen Zug kriegen, ne? Fast, ja. Genau, der Zug. Richtig, der Zug ist es. Ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt mal wieder für vielleicht in 2 Wochen. Da habe ich dann endlich mal wieder Urlaub, eine Woche, weil mein New York-Urlaub natürlich ins Wasser fällt. Wo ich auch inzwischen ganz froh bin, da nicht hinzumüssen, unter diesen Umständen. Oh ja. 3 Wochen New York in dieser Zeit gerade muss ein Albtraum sein. Würde sagen, wir schauen mal in 2 Wochen, oder? Und dann machen wir wieder mal unser Plattsport-Coronavirus-Update. Ja, ich fand auch, wenn ich das wir noch kurz ein... mal. Ah. Jetzt Max, erstmal Max. Sorry. Ich fand auch, wenn ich das nochmal ganz kurz einwerfen und einfügen darf, das Quiz, was du mit den Leuten gemacht hast vom Mainzer Podcast. Hinterhofsänger, Hinterhofsänger, genau. Und dann noch die anderen, der hier, Fabian war noch dabei, Kutschukovic von Schalke und Dominik Meier. Dominik Meier, ja, vielen Dank. Genau, das war super. Vielschichtig und auch ein cooles System, was du dir überlegt hast. Also vielleicht, ich will mich jetzt gar nicht aufdrängen, aber vielleicht kann man das nochmal in einer anderen Form nochmal bringen. Ich bin ja auch so ein Enthusiast, Trivial Pursuit und Anno Domini etc. Also ich bin auch gern da Spielleiter. Ich muss nicht unbedingt mitraten oder so. Stört mich gar nicht. Ich überlege mir auch gern was. Also nur nochmal als Quergedanke vielleicht. Wäre das nochmal was. Ja, da kann ich ja schon mal verraten, also wenn jetzt nicht jemand krank wird oder irgendwas dazwischen kommt, wir treffen uns diese Woche wieder. Ja. Ah, okay. Ich glaube am Donnerstag. Und dann machen wir ein schönes Plattsport-Quiz Nummer 2. Das werde aber diesmal nicht ich machen, diesmal bin ich Kandidat. So viel verrate ich schon mal. Cool. Und dann gucken wir mal, ob wir dich demnächst mal dazu holen. Gibt schöne Preise nicht zu gewinnen. Ja, danke für die Rückmeldung auf jeden Fall. So, Ralf, Rolf, habt ihr noch irgendwelche schönen Abschlussworte? Nö, wir können uns ja mal durch den Kopf gehen lassen, über was wir uns in 2 Wochen dann mal unterhalten wollen. Vielleicht fällt uns ja ein genialer Gast ein, den wir mal löchern können, nach den Sachen, die man unbedingt mal wissen wollte. Vielleicht fallen uns ja Bundesligaspieler ein, die gerade nichts zu tun haben, oder ehemalige Bundesligaspieler, die noch immer nichts zu tun haben oder schon wieder was zu tun haben, was Neues. Mal überlegen. Gucken wir mal. Wir sind weiter kreativ. Was ich auf jeden Fall verraten kann, es ist zwar gerade sehr schwierig, Plattsport zu machen, weil es tatsächlich wenig Themen gibt und jedes Mal über Corona zu sprechen, ist halt auch echt total anstrengend. Also ich finde es nervlich anstrengend, sich jeden Tag mit Corona auseinandersetzen zu müssen. Das ist das Letzte, was man denkt, bevor man einpennt. Das Erste, was man macht, wenn man wach wird, zu gucken, was die Nachrichten hergeben. Gibt es irgendwie vielleicht eine Verbesserung? Und wenn nein, wie hält man das aus? Und was kommt über den Tag so für News rein? Und da, ich finde es total anstrengend. Und trotzdem probieren wir hier noch einigermaßen Buntes. Und ich hoffe doch, für die Leute, die jetzt zuhören,
motivierendes Programm zu machen. Und allein schon deswegen hoffe ich, dass bald mal wieder Live-Sport da ist, über den man reden kann. Und ja, genau. Also dann würde ich jetzt mal sagen, wo findet man bei euch im Internet, Rolf? Mich findet man vor allem bei Twitter als @RobTagarius. Und du lässt dich über alle Sachen über Hertha BSC aus? Vor allem Hertha BSC, auch mal ein paar andere Sportarten, Basketball zum Beispiel, Volleyball ist auch eine schöne Sache. Da vielleicht kurz nochmal der Schwenk. Die BR Volleys haben tatsächlich ein virtuelles Abschiedsspiel veranstaltet. Das war sehr, sehr nett zu lesen, muss man sagen. Okay, dann bitte mal diese ganzen Sachen, über die wir geredet haben, mir zuschicken, dass sie in die Shownotes dann kommen. Ja, Ralf, ne? Du bist ja so Unioner und so. Und wie heißt du da bei Twitter und so? Ja, genau. @EisernRalf. Ganz einfach. Findet ihr mich eben bei Twitter mit für alle, die sich mal mit wichtigen und unwichtigen Sachen zur Union befassen wollen, gerne mit mir. Können wir gerne über alles sprechen. Ansonsten Grüße raus an Sirius, die zusammen mit mir den FC Union Twitter-Stammtisch immer organisiert. Wir hängen natürlich gerade auch ein bisschen in der Luft, aber wir sind dran, kreative Lösungen zu finden, den Stammtisch, weil die Nachfragen da sind, doch wieder zusammenzuholen und mal schauen, in welcher Form wir das tun. Und Max? Ja, auch Twitter. Saubere Schreibe ist da das entsprechende Kürzel. Oder wie heißt es bei Twitter? Ich weiß gar nicht, wie das bei Twitter heißt. Ali? Account. Handle, vielen Dank. Twitter-Handle. Ansonsten, da bin ich aber nicht so aktiv. Ich bin tatsächlich eher so ein Twitter-Konsumierer als ein Selbstverfasser, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber saubere Lese. Ja. Saubere Lese, ja, genau. Gut. Ja, also, und mich findet man bei Twitter. Mein Twitter-Handle ist RealMartinTetze. Und diesen Podcast findet ihr auch bei Twitter und als @Plattsport. Und uns findet man bei Facebook, facebook.com/Plattsport und instagram.com/Plattsport. Da gibt es dann auch lustige Bilder. Und ja, bewertet uns bei Apple Podcast, wenn ihr uns darüber hört. Hört uns überall bei Spotify und verratet uns weiter, dass es uns gibt. Und bleibt uns bitte auch in dieser schwierigen Zeit treu. Und es tut mir leid, dass es im Moment nicht viel zu berichten gibt, außer Corona. Ich habe noch eins im Kühlschrank. Ich habe noch nie in meinem Leben Corona getrunken, aber ich wollte jetzt mal die Brauerei unterstützen. Denen geht es ja auch sehr schlecht. Und dann darf es ja schmecken. Sehr ehrenwert. Ja, ich quäle mich dafür. Gut, na dann. Gut. Dann bleibt auf jeden Fall alle gesund. Jetzt kommt noch die Abschlussmelodie und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao, Max, Ralf, Rolf. Bis bald. Also, bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Genau. Ciao. Plattsport. Der Sportpodcast.